Schweiger. Etwas über ein Jahr hier im Nationalpark und ich hatte, bevor ich vergessen hatte, die Kamera einzuschalten, das ist wie mit dem Verlaufen im Wald. Ja. ja, kommt die goldene Herbstenzeit, dann leuchtet der Nationalpark weit und breit, so ein bisschen in Anlehnung an Herrn von Ribbeck. Das liegt daran, dass wir einen Laubwald-Nationalpark, speziellen Buchen-Nationalpark sind. Und das natürlich ein ganz anderes Waldbild gibt als ein, ich sag mal, Schwarzwald oder aber auch der Watzmann, also der Bayerische Nationalpark rund um Watzmann. Sie sind Landschaftsökologe, TU München, Ihr Diplom. Wie kann man Wildnis zulassen in Deutschland, gestalten darüber? Und ich hatte schon mal gesagt, uns braucht die Natur eigentlich nicht. Mhm. Man muss ihr nur Raum geben. Ja. Warum muss man trotzdem Wildnis planen? Also es ist tatsächlich so, dass man die Wildnis selbst nicht planen muss, ja, sondern tatsächlich die Rahmenbedingungen schaffen, ne, dass wir überhaupt Wildnis zulassen können, ja, hier in Deutschland. Ne. Das ist eher die große Herausforderung. Den Rest erledigt dann die Natur selbst, aber diese Rahmenbedingungen überhaupt zu schaffen, das ist schon eine große Herausforderung für uns als Gesellschaft, auch mal wieder diesen Schritt zurück zu machen, auch wieder das zuzulassen, ist für uns Menschen gar nicht so leicht, insbesondere für uns Deutschen nicht. Jetzt ist für einen Landschaftsökologe natürlich auch schwierig, weil die Gesellschaft entwickelt sich ja auch weiter. Das heißt, es wird Infrastruktur gebaut, die Industrie entwickelt sich weiter auf der einen Seite und oft geht das auch mit Landschaftsverbrauch einher. Mhm. Wie kann man in dieser Lücke leben? Manchmal ist ja auch Natur im kleinsten Blumentopf möglich. Ja klar, also das ist ja die, sagen wir es mal so, die Nationalparks sind ja quasi die Champions League des Naturschutzes. Ja. Da hat man wirklich dann die Premium-Gebiete, die nicht nur vom Naturschutzfachlichen her sehr wertvoll sind, sondern oft auch landschaftlich Highlights sind, auch für Besucher. Aber es fängt natürlich im Naturschutz im Kleinen an und das ist genauso wichtig, ja, dass man dieses Netz hat, also nicht diese solitären Nationalparks, sondern man braucht die Verbindung und die gehen über kleinere Schutzgebiete in der Normallandschaft, aber auch im Garten kann man vieles machen, was gut und wichtig für die Natur ist. Ja. Und man muss vielleicht auch sagen, es hängt mit unserem täglichen Leben zusammen. Ja. Also dass man grundsätzlich jeder sein Verhalten hinterfragt und dazu einen Beitrag leistet, dass man diesen hohen Landschaftsverbrauch eben nicht mehr hat. Ja. Sie kommen aus Bayern. Ja. Was man Ihnen also kaum noch anhört, muss ich sagen. Und haben sich so sukzessive von Süden nach Norden hochgearbeitet. Ja, ja. Also mal schauen, wo es doch endet. Ja. Die letzte Station vor dem Nationalpark Kellerwald war Südhessen, was für uns Nordhessen ja eigentlich gar kein richtiges Hessen ist. Ich kann das nicht beurteilen, da halte ich mich raus. Das ist, ich glaube, so diese kleinen Sticheleien wie zwischen Franken und Urbayern. Das wiederum kann ich gut beurteilen, ja. als Mischling zwischen Franke und Oberbayern. Ja. Und für Sie war der Nationalpark Kellerwald-Edersee kein unbekanntes Terrain? Sie waren also ganz oft schon vorher hier und war es dann Ihr Traum, hier mal Nationalparksleiter zu werden? Ich war natürlich hier im hessischen Naturschutz aktiv, aber auch bundesweit. Ne? Also das heißt, ich habe gerade, was Nationalparks und Schutzgebiete anging, alle mit Wildnisbezug, ja, bundesweit oder sogar europaweit einen Bezug gehabt. Deswegen war ich natürlich insgesamt fasziniert von wilder Natur. Es war natürlich dadurch, dass ich auch mit Studenten immer hierher gekommen bin, natürlich schon der Nationalpark Kellerwald-Edersee, den ich insofern besonders interessant fand, allein weil es der einzig hessische Nationalpark ist. Und ich muss einfach sagen, auch was mir hier besonders gut gefällt, ist dieser Abwechslungsreichtum, den man in anderen Nationalparks nicht hat. Also allein durch diese Kombination aus diesen Hügellandschaften mit viel Wasser drin, also nicht nur Edersee, sondern ich meine auch die kleinen Bäche, die wir haben. 1000 Quellen und Quellbäche allein im Nationalpark oder über 1000 sind es jetzt ja durch die Erweiterung. Das ist einfach was, was mich schon immer total begeistert hat. Ja. Und das, ich jetzt hier der Leiter sein darf, ist für mich natürlich schon ein Lebenstraum, kann man so sagen. Jetzt ist dieser Nationalpark, zumindest das Kerngebiet, war früher mal Gatter. Mhm. Erst der Landesherren, dreier Landesherren, dann später der Landesregierung.
da waren die Förster noch kleine Könige und haben also dafür gesorgt, dass ein Minimum, weil sie es nicht verhindern konnten, weil Leute ihre Wiesen und so weiter drin hatten, an Störungen da war, war das der Vorteil für die Bildung eines Nationalparks, dass man hier schon quasi ein intaktes Waldgebiet, zum Teil mit großen Plackenbannwälder drin, damals die höchste hessische Schutzstufe im Wald hatte und darauf aufbauen konnte? Ja, das ist ein Paradoxon, dass man das tatsächlich in ganz Deutschland beobachten kann, dass ausgerechnet in Gebieten, die der Öffentlichkeit vorenthalten waren, also sei es durch Jagd oder militärische Übungsbetriebe oder einfach weil es Grenzgebiet war, dass ausgerechnet das die wertvollsten Bereiche heute für den Naturschutz sind, weil es eben die einzigen Bereiche war, die man nicht überprägen konnte als Mensch. Ja. Ja, und so ist es zu einem unerwarteten quasi Bündnis und einem ungewollten Bündnis zwischen militärischer Nutzung oder jagdlicher Nutzung oder ähnlichen Nutzungsformen gekommen, wo dann später eben solche Schutzgebiete sich entwickeln konnten. Also das hat man eben in Ostdeutschland auf den alten Truppenübungsplätzen ganz häufig den Fall, aber auch in den Grenzgebieten, man siehe Bayerischer Wald, man siehe unteres Odertal, ne, wo man dann eben genau diese Bereiche hat, wo es eben eher in den peripheren Räumen noch Möglichkeiten gab. Und hier hat man eben drei Fürstentümer gehabt, die zunächst mal aufeinander gestoßen sind. Und da war man immer vorsichtig, ja, in solchen Grenzgebieten damals schon dazu sehr zu nutzen, ja, weil es könnte ja sonst Grenzstreitigkeiten geben. Deswegen hat man im Zweifelsfall lieber die Finger davon gelassen. Und das war sicherlich die Geburtsstunde von der Entwicklung her für so einen Nationalpark, weil es eben nicht schon in Frühzeit, man muss ja sagen, das geht ja meistens über Prägung schon im Mittelalter los, dass die hier nicht stattgefunden hat. Ja. Ja. Als der Nationalpark im Gerede war, hat er oder ist er auf viel Widerstand in der Bevölkerung gestoßen. Das lag sicherlich damals an der Vorgehensweise nach dem Motto, wir wollen das, wir machen das. Man hat die Leute nicht mitgenommen. Die Erweiterung, die ging relativ geräuschlos. Und jetzt haben sie ja bis fast vor die Tore von Korbach Nationalpark, haben aber auch mehr Straßen drin und eine Bundeswasserstraße. Ja. Das macht die Verwaltung nicht einfacher. Ne? Das ist so. Aber zunächst mal vielleicht nochmal zu der Erweiterung, die für mich ja wirklich ein Indikator ist, wie gut der Nationalpark hier schon wirklich in relativ kurzer Zeit in der Bevölkerung, in der Gesellschaft hier nicht mehr wegzudenken war. Ne? Das ist was ein Prozess, der in anderen Regionen durchaus mal länger gedauert hat. Aber Fakt ist, dass wirklich trotz aller Widerstände in jeder Nationalparkregion in Deutschland die Regionen hinterher den Nationalpark nicht mehr hergeben wollen. Und das hat man hier in relativ kurzer Zeit verstanden in der Region. Und das habe ich, muss ich sagen, überrascht, aber erfreut festgestellt, als ich jetzt hier die Leitung übernommen habe, wie das jetzt der Grundsatz, ob Nationalpark oder nicht, gar nicht mehr hinterfragt wird. Ne? Nee, nicht der Fall. Der Hintergrund war natürlich hier, dass der Vorteil unserer Region ist ja, dass wir eine kleinbäuerliche Landwirtschaft rundherum haben und keinen niederbayerischen Maisgürtel oder sachsen-anhaltinischen Zuckerrübenhorizont, dass die Leute natürlich ihre paar Hektar Wald dann hatten oder auch ein paar Wiesen in Gebieten, die heute Nationalpark sind. Und ich denke, das ist bundesweit so. Was der Bauer hat, gibt er nicht gerne her, schon gar kein Land. Das hat sich ja inzwischen so ein bisschen geändert. Und man hat ja auch festgestellt, kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und dazu kommt, dass wir einen Schutzgürtel um den Nationalpark haben. Ist das was Besonderes? Mit dem Naturpark? Das ist auf jeden Fall eine ideale Konstellation. Ne? Es ist etwas, was nicht einzigartig ist. Also wir haben das in Deutschland in verschiedenen Varianten durchaus, dass wir außenrum nochmal ein Großschutzgebiet haben. Zum Beispiel Nationalpark Berchtesgaden hat sogar eine Biosphäre außenrum, also ein Biosphärenreservat oder Biosphärenregion. Und das ist natürlich aber ein idealer Zustand, ne? Weil man bestimmte Sachen, die man im Nationalpark nicht machen kann oder nicht machen möchte oder nur ungern machen möchte, dann außerhalb im Naturpark stattfinden lassen kann und natürlich sich das auch wunderbar ergänzt. Ne? Also, das ist also ungern machen möchte heißt letztendlich, dass es dem Schutzziel eventuell widersprechen würde, aber man hat ja auch einen Bildungsauftrag zum Beispiel aus diesen Gründen
dann über den Naturpark machen kann. Richtig, das geht ja beim Nationalpark ist natürlich der Naturschutz die wichtigste Säule, aber wir haben einen Bildungsauftrag, eine Regionalentwicklung, also es geht auch um Tourismus, es geht eben um Forschung auch und all diese Sachen kann man dann eventuell auch im Einzelfall außerhalb des Nationalparks machen, ja, wenn sie nicht unbedingt im Nationalpark stattfinden müssen, und das ist das, was wir dann immer auch ganz genau prüfen. Ja. Und da klappt die Zusammenarbeit mit dem Naturpark natürlich auch hervorragend. Jetzt hat der Nationalpark, also für den Außenstehenden ist das Nationalpark, da ist die Eule und da darf man alles nicht oder das nicht. Innerhalb des Nationalparks haben sie Zonen. Mhm. Also von da darfst du laufen, da darfst du auch mit deinen Langlaufschieren oder mit dem Pferd langreiten, bis zu streng geschützten Kernzonen. Also im alten Schutzgebiet, also im Südteil, der ältere Südteil, da ist es eigentlich, haben wir eigentlich im allerüberwiegenden Teil haben wir eine Kernzone. Also das heißt, das ist ja das, was uns so besonders macht im bundesweiten Vergleich. Wir haben auf ca. 95% schon Kernzone. Das heißt, da machen wir nichts mehr. Also da greifen wir nicht mehr in die Natur ein. Also das heißt, alles, was dort geschieht, geschieht und wir beobachten es maximal. Und wir haben generell im ganzen Nationalpark ein Wegegebot. Das heißt, die Leute dürfen eigentlich nicht von, oder nicht eigentlich, sondern die Leute dürfen von den Wegen nicht runter. Ja. Und dann haben wir ansonsten eine Wegewidmung, also das heißt, es gibt einzelne Wege, auf denen Reiten erlaubt ist, es gibt einzelne Wege, auf denen Fahrradfahren erlaubt ist. Auf allen anderen Wegen darf man als Wanderer dort die Natur erleben. Jetzt ist für den Laien, Jan, ich meine, er ist noch nicht so alt, der Nationalpark, ja. Und man sieht immer noch die Rückeschneisen mit den zum Teil Fahrgleisen, als wo früher gerückt worden ist, also Holz gerückt worden ist. Ist für den Laien ja nicht unbedingt zu unterscheiden, ob das nun ein begehbarer Weg ist oder ein Weg, der nicht. Ja, es ist eigentlich so, dass alle Wege, die begehbar sind, ausgeschildert sind. Ne? Also okay. Das ist das ideale Indiz. Jeder Weg oder jede Schneise, die nicht ausgeschildert ist, ist auch kein Weg. Ja? Das ist einfach ganz leicht zu verstehen. Es ist aber schon so, dass wir natürlich jederzeit auch lernen. Ne? Also ja. Und da auch, was das gerade die Beschilderung angeht, auch jetzt gerade nochmal intern am Diskutieren sind, wie können wir das noch besser machen, weil wir natürlich viele Leute auch im Gebiet antreffen, die sich falsch verhalten, also die dann mit Fahrrädern auf Wegen unterwegs sind, die aber nicht dafür gedacht sind und durchaus auch glaubhaft machen können, dass sie das nicht gewusst haben, dass sie es nicht verstanden haben. Ne? Und dann müssen wir uns wieder fragen, wie können wir das noch besser machen, weil es geht uns ja nicht darum, möglichst viele Leute zu erwischen, die eine Übertretung machen. Wir sprechen ja auch in den aller seltensten Fällen Ordnungswidrigkeiten aus, ja? Sondern es bleibt ja beim Gespräch und bei der Ermahnung durch den Ranger, wenn er sowas ahndet. Aber nichtsdestotrotz wollen wir da auch besser werden und das dann besser ausschildern. Aber es ist einfach relativ, die Regeln sind relativ einfach. Man muss auf dem Weg bleiben. Grundsätzlich darf man sich nur zu Fuß durchbewegen, außer auf besonderen Wegen. Da darf man dann Fahrrad fahren oder reiten. Ja. Jetzt ist ein Landschaftsökologe natürlich jemand, der sich oft draußen bewegt und Feldarbeit macht. Das ist beim Nationalparksleiter dann ein bisschen anders. Da ist man Leiter einer großen Behörde quasi, eines Amtes. Die sind direkt dem Ministerium unterstellt. Das heißt, da wird aus dem Landschaftsökologen ein Verwaltungsmensch. Das ist nicht immer schön, oder? Ja, das gehört dazu. Ne? Das ist so. Ich war natürlich zu Beginn meiner beruflichen Karriere, da war ich Kartierer. Also da war ich wirklich im Sommer fast jeden Tag draußen und habe Vegetationsaufnahmen gemacht. In Bayern auch Chiemsee-Moore, tolle Landschaften auch kartiert. Deswegen hat man es ja studiert damals. Ne? Das hat natürlich seinen Reiz, auch wenn es nicht immer schön ist. Wenn es prasselt Regen, man ist trotzdem draußen oder in Chiemsee-Moore kein trockener Platz zum Hinsetzen. Oder die trockenen Plätze sind von Ameisen schon besetzt. Also, ja. Das hat dann auch so seine Schattenseiten, aber darauf hatte man Lust. Jetzt ist natürlich ist eine andere Phase angebrochen, das ist klar. Aber das ist so eine Entwicklung, die nehme ich dann in Kauf. Natürlich sitze ich bei jetzt so herrlichem Herbstwetter, wie wir es heute haben,
Beneide ich manchmal meine Ranger, die dann wirklich draußen sein dürfen, wäre ich auch gerne. Ja, aber es gibt auch Tage, wo es dann auch, ich sage, es ist okay, dass ich nicht draußen bin. Aber insgesamt muss ich schon sagen, gehe ich gerne in die Natur und muss das dann halt oder darfst, und das ist ja das Schöne hier in der Region, am Wochenende in meiner Freizeit nachholen. Also Sie sind begeisterter Radfahrer, Wanderer, genau. Und Sie joggen auch gerne. Ja, ich bewege mich in jeder Form gerne in der Natur. Das nur für Ihr anderes Hobby, die Musik, da bleibt dann halt weniger Zeit. Sie haben Bass in einer Band gespielt. Genau, ja, das ist tatsächlich jetzt nicht mehr. Was war das für eine Band? Das war so Alternativrock, kann man sagen. Ja, ja. Indie? So Indie-mäßig, genau. Indie-Rock, ja, gut. Ja. Soll man sich nicht täuschen, weil ich habe jetzt jemanden kennengelernt, wo man eigentlich dachte, Vorstandsmitglied irgendeiner Bank, aber spielt auch noch, ja, ist auch noch gut dabei. Heavy Metal, ne? Ja. Nee, es ist ja auch nicht auszuschließen, dass man das mal wieder aufgreift. Ja, im Moment kommen wir in der Region an mit Familie. Und das, ja. Der Nationalpark, Sie haben es schon angesprochen hier, der zieht natürlich. Trotzdem hat man noch Pläne, man ist ja noch lange nicht am Ende. Man sagt, jetzt haben wir die Erweiterung. Beim Architag, da wurden wir dann, weil ich zufällig am Stand vom Nationalpark stand und die Ranger dann von Touristen angesprochen, ja, warum lasst ihr denn das Wasser in eurem schönen Nationalpark ab? Da muss man den Leuten ja erklären, das ist eine Bundeswasserstraße und hat nichts mit dem wenn der Nationalpark sagen hätte, würde es wahrscheinlich etwas anders aussehen. Dass diese Lücke zwischen Tourismus, ich kenne das vom Bayerischen Wald, dass man mit den Nationalparkspartnern also auch rundherum etwas aufgebaut hat, um die Leute dann länger wie einen Tag in der Region zu halten. Damit tut man sich hier in der Region schwer, ne? Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass der Bayerische Wald deutlich älter ist. Die haben auch lange gebraucht, bis sie das auf dem Niveau hatten, auf dem sie es heute haben. Sie sind natürlich in vielen Bereichen Vorreiter, also gerade auch mit so Partnerbetrieben. Sie haben da auch ihr ganz eigenes System damals entwickelt. Und da kann man sich auch vieles abschauen. Andere Sachen passen nicht auf uns. Und sie haben auch, es hat auch nicht alles geklappt bei ihnen. Aber es ist natürlich schon das Ziel, dass wir genau diesen Effekt haben, den der Bayerische Wald jetzt seit vielen Jahren hat, dass man die Leute länger in der Region hält. Und es ist dort hervorragend geglückt, durch die Partnerschaft, durch den Nationalpark als Zugpferd. Also man muss sagen, der Nationalpark als Regionalentwicklungsinstrument hat hervorragende Arbeit geleistet. Also es war die beste Investition, die man im Bayerischen Wald machen konnte auf lange Sicht. Und ich denke, ähnlich ist es hier im Kellerwald auch. Und da sind wir dran. Ne? Also das ist aber auch was wachsen muss, wo es dann auch manchmal auch eine Generation braucht, auch hier in der Bevölkerung, weil wir können es nicht machen. Ne? Wir können nur die Angebote schaffen, wir können anstoßen, aber letztendlich machen müssen es die Leute hier in der Region. Und da sind wir gern beratend oder als Ansprechpartner dabei. Wir sind der Anziehungspunkt oder einer der Anziehungspunkte neben dem Edersee. Und dann hängt es an der Region auch ein Stück weit, was die Menschen hier draus machen. Wir sind im Reigen der Nationalparks nicht der Größe hier, Kellerwald-Edersee, eigentlich der kleinste. Ne? Ja, der drittkleinste. Der Rügen ist kleiner. Jasmund, genau. Ja. Jasmund ist kleiner und der Hainich ist auch jetzt. Seit der Erweiterung haben wir den Hainich überholt. Ja. Ah ja, okay. Ja, davor waren wir der zweitkleinste. Ja, aber auf dieser kleinen Fläche unheimlich kompakt. Seltenste Flora und Fauna. Ist das eine Herausforderung, auch für Sie als Nationalparksleiter, für den Nationalpark? Denn der Nationalpark lebt ja nicht unter einer Glocke. Das heißt, es wird immer wieder passieren, dass invasive Arten sich versuchen reinzuschummeln, die dann den wertvollen einheimischen Arten unter anderem Luft und Wasser abgraben. Ja, nee, das ist erstmal eine große Verantwortung, würde ich sagen. Ja. Also wir bewahren hier einen unheimlich wertvollen Schatz, gerade mit diesen Urwaldbereichen oder sagen wir mal urwaldähnlichen Waldbereichen, die wir noch in relativ hoher Dichte in dem zusammenhängenden Waldgebiet haben. Das ist einmalig in Deutschland. Indikator dafür wiederum sind die sogenannten Urwaldreliktarten. Das sind so Insekten, meistens Käferarten, die anzeigen, dass hier eben immer ein natürlicher Wald gewachsen ist oder ein naturnaher Wald gewachsen ist. Und davon haben wir 33 jetzt, wie wir wissen, im Nationalpark. Und damit sind wir einsame Spitze in Deutschland. Ja, das sind absolute Spitzenreiter.
was eben zeigt, wie wertvoll diese Wälder hier sind. Und ich sage mal, in so einem intaktes Ökosystem, also in so einem intakten Naturwald, da ist die Gefahr von invasiven Arten grundsätzlich jetzt nicht so hoch. Wir haben aber durchaus Bereiche, gerade jetzt an den Extremstandorten, also in den Hangbereichen, wo wir schon eher aufpassen müssen, weil die natürlich viel mehr Angriffsfläche, Angriffspunkte bieten. Und jetzt gerade im Erweiterungsgebiet wird uns das jetzt in Zukunft stärker beschäftigen. Im Altpark ist das alles schon so entwickelt, da gibt es zwar punktuell noch, dass wir mal was machen gegen invasive Arten, aber ist nicht so das ganz große Thema. Das heißt aber, in den Erweiterungsgebieten, wenn wir über die Pläne des Nationalparks reden, da muss zurzeit noch eingegriffen werden oder will man eingreifen? Also im Moment sind wir noch an der Bestandsaufnahme. Ne? Also das heißt, wir haben jetzt in den ersten 5 Jahren Zeit, einen Plan zu machen und die brauchen wir auch, die Zeit. Wir sind ja ganz akut am Wegeplan erstmal dran, weil das ist das, was die Region am meisten beschäftigt. Ja. Parallel dazu laufen natürlich schon die Vorbereitungen für die restliche Nationalparkplanung und da resultiert dann eben auch so ein Managementplan daraus, wo wir genau festlegen, welche Maßnahmen wir wann, wo, wie machen wollen. Und Sie kennen es ja vom Altpark, da gibt es ja diesen Nationalparkplan, gibt es ja, der ist ja auch einsehbar, wo wir auch transparent machen wollen. Ne? Was sind unsere Ziele eigentlich? Was wollen wir denn machen? So, das kann auch dann jeder nachlesen und da arbeiten wir natürlich dran, weil das dann uns natürlich auch für uns quasi das Handbuch ist, wie gehen wir vor. Ne? Und das dann auch unabhängig von Personen. Ja. Jetzt bietet der Nationalpark nicht nur unendliche Natur, sondern gehört nicht zum Nationalpark, aber wird immer in einen Topf geworfen, das ist der Wildtierpark. Der gehört schon zu uns, ist nur nicht im Nationalpark, ja, ist eine Nationalparkeinrichtung. Ja. Ja. Und das Nationalparkshaus, das also quasi auch im Freien hängt. Das Zentrum bei Fürth, ja. Zentrum. Mhm. Das sind schon Angebote, wo man dann auch mehr als nur Natur zeigen will, ne? Mehr als Natur, meinen Sie? Ja, Allgemeinbildung, Weiterbildung, Foren, Vorträge. Dann mit dem neuen Sinnesfilm, der seltene Tiere, beziehungsweise wir sind ja, glaube ich, hier im Mitteldeutschland einer der größten Wildkatzenpopulationen. Außer im Reinhardswald und Harz wüsste ich keine, wo es so viele Wildkatzen gibt. Also wir gehören da sicherlich zu den Hotspots, was Wildkatze angeht. Aber vielleicht zu unserer Bildungsarbeit. Wir richten unsere Bildungsarbeit nach der Bildung für nachhaltige Entwicklung aus. Ne? Also da sind wir ein Beitrag. Natürlich liegt der Schwerpunkt unserer Bildungsarbeit auf dem Thema Wildnis, weil das ist das, was wir hier einmalig zeigen können. Ja. Das können ganz wenige in Deutschland. Wir können das vor der Haustüre zeigen. Deswegen liegt da natürlich unser Schwerpunkt. Und auch in den Einrichtungen ist es so. Ja? Also das heißt, auch im Nationalparkzentrum liegt da der Schwerpunkt aus darauf und wir verknüpfen das natürlich dann eben mit Themen, die darüber hinausgehen. Ne? Energie, hatten wir jetzt neulich Klimawandel, hatten wir jetzt im Nationalparkzentrum Sonderausstellung, weil es da natürlich auch darum geht und wie verändern wir auch als Menschen unser Verhalten, dass wir da auch unseren Beitrag leisten können. Und dieser 4D-Sinne-Kinofilm, den Sie angesprochen haben, zeigt eher das, was wir, wenn wir im Nationalpark zu Fuß unterwegs sind, in den seltensten Fällen sehen. Und das ist leider in Mitteleuropa die Tierwelt. Ja, das ist etwas, die ist bei uns sehr scheu, sehr zurückhaltend. Das heißt, man braucht großes Glück, um von diesen vielen tollen Arten, die sich da drin tummeln in unseren Wäldern, mal selbst unsere Großsäuger wie Hirsch, Schwein oder Reh sieht man also so gut. Es ist Glück. Also ist, wenn man es vergleicht. Wenn man auf Safari in der Serengeti unterwegs ist, da kann man sich darauf verlassen, dass man viele große Tiere sieht. Bei uns ist das halt eher die Ausnahme. Ja, ne? Und das ist was dieser Film eben ganz toll zeigt. Ne? Auch der Wildtierpark zeigt, dass man eben, weil man eben, ich sag mal, der Landwirt, der morgens auf die Wiese fährt, der sieht ein Reh oder der späte Jogger, dem laufen auch schon mal die Sauen über die Füße, dem normalen Spaziergänger eigentlich eher selten, dass man das auch dann im Wildtierpark zeigt. Das sind unsere, bis auf jetzt die Wiesenten und die Pferde, das sind eigentlich unsere heimischen Tiere. Ja, es geht darum, unsere heimische Tierwelt zu zeigen. Jetzt da nicht ganz so streng nur bezogen auf unseren Nationalpark, sondern geht es tatsächlich, wir haben ja auch die Steinböcke, ne, die kamen hier auch nie vor. Das hat auch historische Gründe, warum wir die zeigen. Aber es gab hier durchaus mal Wildpferde, ne, zwar nicht die Soraya-Pferde,
Wildpferde, die wir jetzt haben, das sind ja auch echte Wildpferde, haben wir ja leider in Europa auch nicht mehr. Nee. Nee, also das sind alles entweder Rückzüchtungen oder sehr alte Rassen oder man ist sich in vielen Bereichen auch noch unsicher, da ist man am Anfang der Forschung, da leisten wir mit den Soraya-Pferden auf jeden Fall unseren Beitrag, was den Erhalt auch dieser Pferderasse angeht. Und Wiesente genauso, ja, die sind auch durch einen sehr engen Flaschenhals gegangen in ihrer Population hier in Europa. Gott sei Dank ist sie nicht ganz ausgestorben wie bei den Wildpferden und wir versuchen da auch einen Beitrag dazu leisten, dass diese Art dauerhaft erhalten bleibt und haben auch schon an Wiederansiedlungsprojekten teilgenommen, sodass die auch in den Karpaten wieder freigelassen wurden, Tiere, die hier bei uns geboren sind. Also das ist eine schöne Geschichte und darum geht es eben, weil das ist was vielleicht im Wildtierpark noch weiterentwickelt werden kann oder muss, ist eben diesen Bezug herzustellen, dass wir die Tiere nicht nur da zeigen aus Spaß, dass man einen schönen Nachmittag hat, sondern dass es darum geht, eben was ist dahinter, wir haben diesen tollen Nationalpark, den sieht man auch wunderbar von dem Aussichtspunkt aus, ne, das ist ja was, wo man noch sehr viel verknüpfen kann, auch an Inhalten. Und das wollen wir schon noch angehen. Ja, ja, das stimmt. Wenn man jetzt im Wildtierpark auf die Plattform am Edersee geht, früher hat man auf die Stadt Waldeck geguckt, heute guckt man auf den Nationalpark auf der anderen Seite. Ja, und das ist ja wunderbar. Und das ist ja mit der spektakulärste mit der Flugshow und das ist was den Besuchern ja auch gut gefällt. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen Faden verloren, ist aber nicht so tragisch. Ja, 5-Jahres-Plan, also jetzt mit der Erweiterung. Das heißt, die nächsten 10, 15 Jahre sind Sie voll ausgelastet quasi. Das wird so sein. Also ich glaube, als Nationalparkleiter ist man nie nicht ausgelastet, aber auch die ganze Verwaltung. Ich meine, was wir momentan, man muss ja bedenken, die Erweiterung kam ja und wir machen das weitestgehend mit demselben Team, die davor sich um den Bestand gekümmert hat des südlichen Teils. Und jetzt kommt obendrauf on top noch diese ganzen Aufgaben. Man darf nicht vergessen, was ansonsten auch noch in den letzten Jahren passiert ist, gesellschaftlich. Ja, also diese ganzen Krisen gehen ja gehen an niemanden spurlos vorbei, auch nicht an den Leuten, die für den Nationalpark arbeiten. Auch Klimawandel beschäftigt uns aufgrund der Verkehrssicherung zum Beispiel eine hohe Zusatzbelastung und das sind natürlich alles Punkte, wo ich mir momentan nicht die Gedanken machen muss, ob wir irgendwann mal nichts mehr zu tun haben, sondern wir müssen tatsächlich Prioritäten setzen, ganz klar, und in dem Zusammenhang will ich auch dafür werben, da Verständnis zu haben, wenn wir nicht immer alles sofort erledigen können, weil es einfach zurzeit unheimlich viel ist für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. International ist dieser kleine Nationalpark, Sie haben es eben schon mal angesprochen, unheimlich gut aufgestellt, UNESCO-Welterbe, Buchenwälder, sehr gut vernetzt mit den Buchenwäldern der Partnerstaaten von Ukraine bis Bulgarien, Rumänien. Bis nach Spanien. Also Spanien. Alles, ja. Diese internationale Vernetzung, dieser Erfahrungsaustausch, aber auch diese, das, was machen andere anders, kann man ja eigentlich nicht unbedingt vergleichen, weil jeder Nationalpark für sich ja eine Eigenheit ist, nur was Besonderes ist. Aber trotzdem ist das wichtig, ne? Dieser paneuropäische Schutz unserer typischen Wälder. Es sind ja die Buchenwälder, nicht der dunkle Tannen. Den gab es zwar in bestimmten Bereichen, aber eigentlich unsere Laubmischwälder. Ne? Ja, nee, wir hatten jetzt ja vor ein paar Wochen hier das Joint Management Committee. Das sind aus allen der genannten Länder, das sind ja inzwischen 18 Länder, in 94 Welterbestätten sind Vertreter hier zu uns nach Bad Wildungen gekommen, haben sich hier getroffen, genau solche Themen diskutiert. Ja, was beschäftigt uns in unseren Schutzgebieten, wo können wir uns gegenseitig unterstützen? Und allein hier auch in diesen europäischen Krisenzeiten Vertreter aus allen Ländern dabei gehabt zu haben und eben darüber diskutiert haben, das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Das zeigt auch, dass Naturschutz verbinden kann und dass wir Themen haben, die uns alle angehen. Und das ist zum Beispiel jetzt bei uns eben die europäische Verantwortung, die Buchenwälder zu schützen. Ja, und zwar kann uns das auch keiner abnehmen. Also wenn wir das nicht machen, dann sind die Arten, die an diese alten Buchenwälder gebunden sind, für immer verloren. Ja, da können wir nicht mit dem Finger nach Südamerika zeigen, das ist unsere Aufgabe, das müssen wir tun. Und das wird, glaube ich, deutlich. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und dass es auch nur zusammengeht, ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Und deswegen ist diese UNESCO-Welterbefamilie eine ganz wichtige, symbolisch. Aber auch praktisch, Sie haben es angesprochen, man kann schon voneinander lernen. Natürlich kann man sich nicht in allen Punkten mit allen Parks vergleichen.
Es ist auch so, dass die Organisationsformen ganz unterschiedlich sind. Also nicht alle UNESCO-Welterbestätten sind in einem Nationalpark eingebettet. Ja, da gibt es auch ganz unterschiedliche Schutzgebiets oder Schutzformen. Und sich dennoch daraus Impulse zu holen, einen ganz anderen Blickwinkel einzunehmen, wie es die anderen Länder machen, das ist sehr wertvoll und auch bereichernd. Ein Jahr Leiter Nationalpark, ein Jahr und 4 Wochen ja. Oder 3 Wochen. Am 1. September habe ich angefangen. Ja, deswegen sage ich ja. Ist sogar schon mehr als, wir sind ja schon im 6 Wochen. Oktober, 6 Wochen. Ja, genau. Ja gut, die 6 Wochen reißen es ja vielleicht nicht so ganz raus. Aber wenn Sie dieses Jahr, obwohl Sie den Nationalpark auch vorher schon kannten, aber nicht in der Form, mal Revue passieren lassen. Was ist aus Ihrer Sicht gut gelaufen und es geht bitte nicht um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was ist aus der Sicht von Manuel Schweiger noch verbesserungswürdig? Es gibt ja immer Punkte, wo man sagt, das muss ich ändern, das kann man ändern, das sollte man ändern. Mhm. Und da Sie dem Ministerium unterstellt sind, sind die Bretter manchmal etwas dicker und härter, die Sie bohren müssen. Ja, also es ist erstmal so, dass der Nationalpark schon sehr gut aufgestellt ist und war, ja, als ich kam. Das ist etwas, das ich jetzt hier nicht sagen kann. Ich habe irgendwo eine riesen Baustelle vorgefunden. Was ich auch schon erwähnt habe, was sehr, sehr gut gelaufen ist, ist der Bereich Akzeptanz, der beziehungsweise fast schon eine Wertschätzung ist für, nicht fast schon eine Wertschätzung ist für diesen Nationalpark hier in der Region. Ich denke, in diesem Bereich, Kommunikationsbereich, hat man sehr, sehr gute Arbeit geleistet in diesen ersten 15 bzw. inzwischen 18 Jahren. Und das ist was, wo man wirklich sagen kann, das ist top. Ja. Dann ansonsten aber die Außenkommunikation, also dass die Menschen überhaupt wissen, dass es diesen Nationalpark gibt, ja, und wie besonders der ist, allein in Hessen oder deutschlandweit, das ist sicherlich etwas, wo wir noch Nachholbedarf haben. Ne. Das ist was, wo wir auch in deutschlandweiten Umfragen relativ weit hinten immer rangieren mit unserem Nationalpark. Wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt eigentlich auch gar nicht so böse drum gewesen, als ich hier angefangen habe. Weil wenn ich so sehe, was in den anderen Schutzgebieten jetzt los war während der Pandemie und was für Konflikte und Probleme die deswegen bekommen haben, aufgrund der massiven Zuwachs der Besucher, ist das etwas, wo wir hier ganz gut noch das abpuffern konnten und gut damit arbeiten können. Und jetzt dann auch ganz gezielt uns die Zielgruppe ansprechen können, hier gemeinsam mit der Region. Und da sind wir uns ja eigentlich auch hier relativ einig, was für Menschen wir hier gerne hätten, die hier Urlaub machen, und das ist natürlich was, wo wir jetzt noch sehr schön dran arbeiten können. Gut, jetzt hat Jasmund natürlich den Nachteil, das ist eine deutsche Ferieninsel, und wenn Pandemie ist und die Leute hängen da rum, dann laufen sie durch den Nationalpark, also vermehrt, oder an den Strand. Mehr Möglichkeiten hat man ja auf Rügen nur nicht unbedingt. Und zum anderen, das kann ich Ihnen sagen, da sind andere Nationalparks in anderen Bundesländern etwas anders strukturiert, insoweit, dass die Presseberichte oder Videos, die man hier von Veranstaltungen macht oder so, verlinken oder auf ihre Seite stellen. Und da steht der hessische Datenschutzbeauftragte davor, der ist da sehr streng, was natürlich doof ist. Für Sie und für die Presse und die Medien natürlich auch. Ja. Aber man hat es ja nun, man ist ja hier so ein bisschen zäh. Ne? Das UNESCO-Welterbe, ist ja nicht von heute auf morgen gekommen. Da haben ganz viele Leute wirklich immer wieder dran gearbeitet. Nationalparks, Bahnhof, Fazil Natur. Wurde dran gearbeitet mit vielen Institutionen. Das ist natürlich was, wo ich sagen muss, das sind ja Pfunde, mit denen man wuchern kann. Vielleicht ist auch die Vorstellung von manchen, die einen amerikanischen Nationalpark im Kopf haben, quasi. Nach dem Motto, wir fahren irgendwo hin, brauchen einen langen Stock, weil wir die Bären abwehren müssen, die überall rumlungern und betteln. Und wenn ich in Yellowstone fahre, dann gucke ich mir die Geysire an, da stelle ich mich mit meinem Zelt und Wohnmobil hin, das darf ich da an verschiedenen Plätzen. Und irgendwann kommen die Bisons und die Wölfe. Das sind ja unsere Nationalparks nicht. Ne?
Ja, wir haben ja gar nicht den Platz. Ne? Also ist ja auch nicht die Intention eines Schutzgebiets in Europa. Nee, geht ja auch gar nicht. Ne? Also das ist aber sicherlich was, wo ich glaube, also damit vergleiche ich mich auch gar nicht, ne? Sondern es geht hier eher tatsächlich um den bundesweiten Vergleich. Ja. Wenn ich da andere Gebiete anschaue, die in den Bereichen natürlich schon deutlich höhere Besucherfrequenzen haben, wobei ich auch sagen muss, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ja, wenn ich die vielen Besucher da habe, muss ich auch mit ihnen umgehen und sie haben natürlich auch eine störende Wirkung auf das eigentliche Schutzziel, den Naturschutz, also das Gebiet möglichst ungestört zu belassen. Und das sind eben immer die Sachen, die man auch gut abwägen muss und wo auch dann zwei Herzen ausschlagen. Gleichzeitig finde ich es aber schon wichtig, dass man in Hessen auch erfährt und in Deutschland, was für ein wertvolles Gebiet wir haben und wie toll das hier ist, weil das natürlich auch die Wertschätzung für das Gebiet und auch für die Region dann auch verdient hat. Weil die Menschen, die hier bei dem Nationalpark leben, sollen natürlich auch davon profitieren können. Ja, die Chance haben. In Fachkreisen ist ja dieser Nationalpark, das haben Sie ja schon selber gesagt, noch aus Ihrer vorherigen Tätigkeit und im Naturschutzbeirat, Landesnaturschutzbeirat Hessen 2018 sind Sie da, glaube ich. Vor der Jahreszahlen weiß ich jetzt nicht mehr, aber so, Dreh rum ist gewesen sein. Also und auch bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und so weiter ist ja dieser Nationalpark auch gerade bei Wissenschaftlern, Studenten, die im Bereich Naturschutz und so weiter, Biologen, Landschaftsökologen, wohl sehr bekannt, nur in der Bevölkerung weniger, ne? Ja, wobei ein Stück weit bedingt sich natürlich schon auch gegenseitig. Ne? Also ist ja klar, Bayerischer Wald kennt jeder. Ne? Und auch als Student kann ich auch aus eigener Erfahrung, gut, ich war jetzt auch in Bayern, aber dann orientiert man sich eher an den Nationalparks, an den bekannten Nationalparks erstmal mit den ersten Anfragen. Ich komme jetzt auch gerade am Wochenende zurück von einem Diplomantentreffen, also zum 20-Jähriges. Und da kannten, obwohl das ja alles Menschen aus der Naturschutzszene sind, kannten nicht alle den Nationalpark Kellerwald. Okay. Das würde einem mit anderen Nationalparks nicht passieren. Ja, das ist schon so. Natürlich ist es ansonsten, was die Forschungskooperationen angeht und so weiter, natürlich für bestimmte Forschungsgruppen ist nach wie vor sehr reizvoll, im Nationalpark zu arbeiten. Und da mangelt es uns nicht an Anfragen. Mhm. Ja, da müssen wir auch da eher moderieren, was machen wir wirklich im Nationalpark, weil man es nirgendwo anders machen oder weil wir uns nirgendwo anders machen können oder weil wir uns davon Erkenntnisse versprechen, die uns weiterhelfen. Ja. Das sind ja dann die Gründe, warum man es macht. Ja. Da müssen wir dann auch eher filtern und genau hinschauen. Ja. Wir sitzen hier in der Kellerwalduhr, wunderschön, angefangen von der Fürstenzeit und was kann man aus Holz alles machen, auch eine Nationalparkseinrichtung, die auch Ausgangspunkt einer 20-minütigen Wanderung zu einer Kirche ist. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass Manuel Schweiger mal gesagt hat, Nationalpark und eine Kirche, das schließt sich eigentlich aus mit einem Nationalpark. Zumindest wenn man sie im Nachhinein reinbaut, das war ja noch der. Wenn man sie neu baut, so. Und dann, ich hatte ja das Vergnügen, mit Ihrer Truppe der internationalen Buchenwaldvertreter dahin zu laufen, haben Sie dann an der Querns gesagt, so heißt die Kirche. Und im Nachhinein ist es eigentlich richtig gewesen. Ja. Nee, dazu stehe ich auch. Also das ist etwas, wo die, ich weiß auch damals war von Seiten der Nationalparkverwaltung, das habe ich inzwischen erfahren, auch sehr große Vorbehalte und sehr große Reserviertheit gegen diese Pläne. Da hat die Region erfolgreich die Verwaltung damals überzeugt, so wie man mich damals vielleicht dann auch überzeugt hätte davon. Aber ich schaue mir jetzt das Ergebnis an und sage, dieser Ort funktioniert sehr gut. Ne? Es ist ein Ort, der zur Besinnung angenommen wird und genau dazu sind solche Schutzgebiete eben auch da. Ja, also diese Rolle sollen sie ja durchaus auch erfüllen, dass man sich mal selbst reflektiert als Mensch, als Gesellschaft. Ja. Und an so einem Ort, das ist ja auch nicht zufällig gewählter Ort, der hat ja schon immer ein spiritueller Ort, weil es halt seit Menschen dort in der Region sind. Und an so einem besonderen Ort funktioniert das dann offensichtlich sehr gut. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, merke ich, was für eine friedliche Stimmung dort herrscht. Ja. Und muss sagen, es ist ein tolles Projekt. Jetzt muss man dazu sagen, erstens ist ja nicht jeden Sonntag Gottesdienst, sondern einmal im Jahr. Fünfmal im Jahr. Und zum anderen hat man von da aus eine fantastische Aussicht
auf das Rothaargebirge, Sauerland und so weiter, dass dieser Punkt, wir haben noch so zwei, drei andere Punkte, die so ein bisschen zum Verweilen einladen, eigentlich aber auch ein Kommunikationspunkt ist, um Besuchern, um Wanderern, um Gästen des Nationalparks, ich sage jetzt mal, die Seele des Nationalparks näher zu bringen. Ja, kann man so sagen. Das ist ja auch dieser Nationalparkgedanke geht ja durchaus in die Seele. Es gibt ja auch im Bayerischen Wald den berühmten Seelensteig, ja, genau, der das thematisiert. Und ich denke, wir haben die Quernstkapelle, die genau auch die Seele anspricht und das auch sehr gut tut. Ja, und es wurde ja auch nur mit Materialien aus der Region, diese von ansässigen Baufirmen oder Bauhandwerkern errichtet. Also insgesamt eine sehr schöne, stimmige Geschichte, die da sehr gut reinpasst in den Nationalpark. Wie ist denn die Zusammenarbeit so in der Region? Ich meine, Nationalparkamt ist eine Behörde. Und Naturpark ist eine Behörde. Trotzdem, es gibt die Freunde der Querns, es gibt den Förderverein Wildtierpark. Das heißt, da sind sehr viele Leute rundherum, die sich mit und für den Nationalpark engagieren. Ist das auch was, was man sagt, das ist ausbaufähig, das müssen wir haben, um überhaupt auch ein bisschen den Rücken frei zu haben für andere Aufgaben? Ja, ich meine, die Vernetzung eines Schutzgebiets in die Region ist auf allen Ebenen wichtig. Also es geht beim Schutzgebiet selber los, dass wir eben, Sie haben die Wildkatze angesprochen, dass die Wildkatze, die hier im Nationalpark ja inzwischen alle Lebensräume besetzt hat, auch die Möglichkeit hat, in die Region das Netzwerk zu nutzen und dort sich weiter zu verbreiten. Dazu ist der Nationalpark ja auch da. Und genauso ist es gesellschaftlich. Ja? Wir wollen ja nicht hier, Sie haben vorher das Bild der Käseglocke gezeigt, wir wollen ja nicht hier was drüber stülpen und dann geht keiner rein, keiner raus, sondern eben genau die Gedanken, die wir hier im Nationalpark auch uns machen, beziehungsweise die Gedanken, die sich die Menschen hier im Nationalpark machen, sollen natürlich auch nach draußen getragen werden. Ne? Ja. Wie gehen wir mit der Natur um? Was bedeutet überhaupt Natur für uns als Menschen? Und das sind ganz gewichtige Gedanken im Leben eines Menschen und da freuen wir uns über alle, die sich hier in und um den Nationalpark engagieren und diese Nationalpark-Idee auch weitertragen. Und das können wir als Verwaltung, Sie haben schon angesprochen, wir sind eine Verwaltung, da können wir das nicht. Also das heißt, es geht um bürgerliches Engagement und nur darüber, das sind auch die viel glaubhafteren Botschafter. Ja, das, und da unterstütze ich das gerne. Ich habe immer viel und gern mit Verbänden und Vereinen da zusammengearbeitet. Auch der Naturpark ist ja streng genommen ein Verein. Und insofern ist es eine sehr schöne, gute, bunte Mischung, die wir haben. Und wie immer bei bürgerschaftlichem Engagement immer ausbaufähig. Ne? Mehr geht immer. Aber ich denke, die Basis, die wir haben, ist schon sehr gut. Jetzt sitzen wir hier, hatte ich schon gesagt, in der Kellerwalduhr. Und wir sitzen in einer Arche-Region. Das heißt, auch das ist ja was dem Nationalpark unheimlich zu Pass kommt, nämlich ein alter Buchenbestand mit alten, im Moment sind es nur Haustierrassen. Mir persönlich fehlen dann auch ein paar Altnutzpflanzen, Obstbäume, die ein bisschen älter sind oder vielleicht auch mal ein Acker mit, was man früher angebaut hat, Kohl oder weiß was ich. Auch das ist ja etwas, wo beide sehr, sehr stark profitieren. Ne? Früher sind die Leute mit ihrem Ochsen hier im Wald, haben sich hier ein bisschen Brennholz geholt. Oder hier vor der Kellerwalduhr steht ja die Bäuerin mit dem Holzhaken und dem Grasbündel auf dem Kopf, weil oftmals die Frauen dann hier 2-3 Stunden in die Waldwiese gelaufen sind und das Gras geholt haben, dass die Männer morgens um 4 vor der Arbeit gemäht haben für ihre 2 Ziegen und die Kuh. Das sind ja dann eigentlich schon, es wird ja immer runder das Bild mit dem Nationalpark, oder nicht? Absolut. Die Besucher, die führe ich immer hierher. Wenn ich Ihnen zeigen will, wie ist ein idealer Übergang von einem strengen Schutzgebiet in die Normallandschaft, zeige ich Ihnen immer hier um Frankenau die Region, weil das ist wirklich wie ein Bilderbuch. Ja, ja. Wir haben hier, was Heckenstrukturen für die Wildkatze angeht, bis extensive Landwirtschaft, also Wiesen am Rande des Nationalparks, ideale dann wieder Futtersuchmöglichkeiten für unsere Greifvögel aus dem Nationalpark und so weiter und so fort. Also besser geht's nicht. Oder
fast nicht da. Also es ist ganz toll, was hier läuft in Frankenau mit der Eiche-Region. Das ist auch allein, dass wir hier ein Rückgepferd haben, dass wir im Nationalpark einsetzen können, mal um eben möglichst eingriffsarm mal einen Baumstamm dann doch vom Weg runterzuziehen. Das ist was natürlich wenige Regionen haben. Und hier die Zusammenarbeit mit Fink ist es dann natürlich ein großer Gewinn für beide Seiten. Ja. Aber nichtsdestotrotz wird im Nationalpark eingegriffen, weil Sie gerade Rückgepferd sagten. Es wird beweidet. Und zwar werden die sogenannten Driescher, das sind alte, muss man erklären, alte Kulturflächen, die Huteflächen quasi früher waren, Heideflächen, die beweidet wurden, die werden also auch weiter beweidet und zum Teil eben auch mechanisch bearbeitet, indem Fichtenanflug und so weiter entfernt wird. Wir haben in Altenotheim zwei Heideflächen, die regelmäßig bearbeitet werden müssen, damit sie Heide bleiben. Mhm. Früher wurde geplackt und abgeflemmt, das geht heute nicht mehr so ganz einfach. Also in bestimmten Zonen wird weiter in die Natur eingegriffen. Ja, also das hatte ich ja vorhin gesagt, 95% sind wir draußen. Es gibt eben noch die ganz wenigen, das sind ja kleine punktuelle Bereiche, die wir im Nationalpark haben, wo wir das noch machen. Wir haben das Hochspeicherbecken drin, das man von den 95% noch, das von den 5% noch abgezogen werden muss. Und dann bleiben noch 2-3% von solchen wertvollen Wiesen, Magerrasen, die wir im Nationalpark haben und die wir auch mit viel Herzblut auch managen. Also das heißt, es ist ja gar nicht so trivial, wie ich diese Flächen pflege, sodass ich, was die Artenausstattung her angeht, ein optimales Ergebnis habe. Und da hat man hier sehr viel Erfahrung gesammelt, von denen dann später auch die Region profitieren wird. Ne? Wir haben momentan das Problem, das ist ja nicht unsere primäre Aufgabe, sage ich jetzt mal, solche Wiesen zu erhalten, nur wenn wir es im Moment nicht tun. Das heißt, die Driescher werden in 2-3 Jahren verbuscht, die werden nicht mehr zu sehen. Wenn wir nichts täten? Ja. Ach, es dauert länger. Wir haben tatsächlich auch Wiesenflächen drin, wo wir nichts mehr machen, wo wir sagen, das ist jetzt im Kernzonenbereich, waren isolierte Bereiche, wo wir jetzt auch keine Wege direkt vorbeiführen wollten oder konnten. Und auch diese noch zu sehen, dadurch, dass wir Wild haben, das auch lässt auf solchen Flächen, ist, dauert dieser Prozess unter Umständen schon auch etwas länger. Aber wenn dann tatsächlich mal eine große Buche auf so eine Wiesenfläche drauf fällt, dann sind es dann natürlich die Initialen, dass dann dort Verbuschungen und dann letztendlich auch wieder Bewaldung stattfindet. Gleichzeitig hat man natürlich auch umgedreht den Effekt, wenn mal ein großer Baum eine Schneise in den Wald reinschlägt und man hat die entsprechende Wilddichte, dann können auch wieder neue solche Flächen entstehen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber da sind wir, das ist ja das Schöne am Nationalpark. Das ist der Prozess. Da sind wir ganz offen. Das ist, wie Sie sagen, der Prozess. Den beobachten wir und sind da sehr gespannt und das ist sehr spannend. Nur eben diese paar Prozent von besonders Tannentriesch, ne, in Altenotheim, diese ganz wertvoll. Tannentriesch, Farntriesch. Da gibt es übrigens, wusste ich gar nicht, einer der wenigen Standorte, wo Arnika. Richtig, wollte ich jetzt gerade erzählen, genau, dass wir Arnika. Wussten Sie, dass der früher im Gebirge, dass der Engländer Mountain Tobacco sagt? Nee. Dass er in den Alpen und so weiter, dass er auch geraucht wurde. Ah nee, das wusste ich nicht. Als Tabakas, also auch für die, nee, wusste ich auch nicht. Also habe ich bei der Recherche, kam man dann drauf, der Mountain Tobacco und der wurde dann mit noch anderen Heilkräutern vermischt und geraucht. Ja, müssen wir jetzt aber davor warnen, bitte nicht machen, weil sie steht unter Naturschutz. Wir haben nur, wir haben nur wenige davon, aber wir sind eben, wir hatten nur sehr wenige und wir waren wirklich sehr erfolgreich, jetzt diese Art wieder zu vermehren, zu etablieren. Da haben wir sehr viel Herzblut reingesteckt und das ist jetzt eben das Schöne, das wird jetzt auch im Naturpark, und da sind wir wieder dabei, werden jetzt auch wieder Arnikas ausgebracht von Klingenberg zum Beispiel. Genau, und dass wir dann schauen, dass die Arnika wieder in der Region besser etabliert ist, ja, weil die ist natürlich bundesweit stark gefährdet. Ja, und früher mal, gerade in ihrer bayerischen Heimat, in den Matten, en masse. En masse, wirklich, da ist man auf die Wiese, hat sich gepflückt, hat sich einen Sud rausgemacht, hat sich behandelt und das geht alles nicht mehr. Jetzt muss man wirklich sagen. Ganze Berghänge gelb von Arnika und heute kaum zu finden. Ja, und wirklich, Mountain Tobacco wurde also auch geraucht. Ja. Das war mir auch neu, aber warum auch nicht, meine.
Ganz dumm waren unsere Altvorderen ja nicht. Ja. Die haben ja auch Salbei geraucht anstelle von Cannabis. Ja. Naja gut, dieses vieles von dem alten Wissen, jetzt ohne berauschende Wirkung, aber auch Naturheilmittel, ja, wissen wir ja im Alltag gar nicht mehr. Na, das ist schon so, auch da gibt es bei uns ja schöne Kräuterwanderungen auch in und um Nationalpark, ja, und ja, Naturpark. Und das ist schon sehr spannend, also ich, ja, bin auch, also, sehr interessiert. Ja. Sie haben zwei Söhne. Ich hatte das Vergnügen, Ihre Familie ja schon mehrmals zu treffen und kennenzulernen. Die sind auch gut hier in der Gegend angekommen. Ja, kann man so sagen. Das ist sehr schön. Ist ja gegangen. Immer wichtig, dass sich die Familie, absolut, weil sie, ja, brauchen ja einen freien Rücken für ihre Tätigkeit, dass, ja, sich die Familie hier wohlfühlt. Nee, das tut sie. Die, ja, Kinder, sie wohnen in der Nähe von Bad Wildung. Also auch gleich wieder, um große alte Buchen zu sehen. Ja. Nee, das klappt sehr gut. Die Kinder tun sich natürlich da immer auch viel leichter als die, ja, Erwachsenen. Die, ja, sind, ja. Hauptsache wir sind da und dann sind die schnell umgepflanzt. Das, ja, ist, und das haben die auch ganz toll gemacht, die beiden. Haben sie da ganz schnell zurechtgefunden. Das, ja, gut, ist von Südhessen her. Ich meine, das ist jetzt ja eine Station, die vermutlich etwas länger in ihrem Leben. Davon möchte ich ausgehen, ja. Ja, davon geben wir eigentlich auch aus, ja, dass sie länger. Aber was ich eigentlich noch fragen wollte, Sie haben ja gesagt, Bildungsauftrag, Ziele. Und wenn man hier sieht, was kann man aus Holz machen, was hat man aus Holz gemacht, dann gibt es eigentlich immer Brennholz, gut, damit hat man früher geheizt und hat auch, wir kommen ja hier aus einer, was Sie wissen, Bergbauregion, mhm, hätte ich bald gesagt, also Bleibergwerke, Kupfer, ja, wurde auch Eisen verhüttet. Man sieht auf dem Weg zur Querns auch einen alten Meiler und kann in bestimmten Stellen, wenn man hingehen dürfte, könnte man also auch noch die Reste der alten Meiler finden, also Holzkohle im Boden und so weiter. Ja, wir haben ein paar im Gebiet, die man auf den Wegen aussehen kann. Ja, 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 aber theoretisch im Bestand irgendwo, mhm, könnte man das finden, wer das hier weiß. Es wäre das, oder sind das zum Beispiel, gut, Sie können es nicht schultern, aber dass man, ich sag mal, das Wertvolle am Holz ist ja wirklich nachhaltiges Bauholz, mhm, Möbelholz, weil ein Haus steht heute 300, 400, Fachwerkhäuser stehen zum Teil 400 Jahre und massive Möbel, die halten auch länger wie der Transport von einem großen schwedischen Möbelhaus bis nach Hause. Dass man diese alten Verbindungen auch vielleicht im Rahmen seines Bildungsauftrages Vernetzung in der Region irgendwann mal aufgreift. Können Sie sich das vorstellen? Sie meinen über eine Ausstellung, wie wir sie hier haben, hinaus? Zum Beispiel, einfach wie bei diesem Architag nicht nur einen Stand vom Nationalpark hat, sondern eben auch mal, noch haben wir ja einige ältere Herrschaften in den Orten, die zum Beispiel ein Wagenrad herstellen könnten, also Stellenmacher oder auch Korbflechter oder, mhm, Gott weiß was. Dass man das zusammen mit dem Naturpark, weil alleine kann man das immer schlecht, mhm, machen, aber sagt, wir sind eben mehr als nur ein Naturschutzgebiet, sondern wir sind Teil der Region und da gibt es eben alte Handwerkstechniken. Auch im Nationalpark war das ja so. Sie können ja heute zum Teil, wenn Sie in alten Lotheim bestimmte Wege gehen, sehen Sie Querrinnen, die so tief sind wie Mannshoch, hm, quer zum Hang laufen. Das waren die alten Holzabfuhrwege, ne, die irgendwann mit dem Pferdewagen, irgendwann waren die so tief, da hat man den nächsten genommen, ja, nächste genommen. Ja. Muss man den Leuten erklären, weiß keiner. Ja. Also wir versuchen das natürlich punktuell im Nationalpark zu machen. Ne? Ja. Also gerade deswegen ja auch diese Ausstellung Kellerwalduhr, ja, die Reise durch die Zeit im Nationalpark, wo wir auch bestimmte Themen auch der Nutzungsgeschichte ganz besonders darstellen. Mhm. Wir haben es ja auch dann hier immer wieder thematisiert, hier in den Wegen, die von hier abgehen. Das ist hier in dem Bereich der Schwerpunkt, passt auch sehr gut zur Eiche-Region, ja, wo man diese alte Kulturlandschaft hat. Also da genau darauf achten wir, dass wir hier die Verzahnung haben. Es ist natürlich außerhalb vom Nationalpark nicht unser, wie Sie haben es schon angesprochen, nicht unsere primäre Aufgabe, das sowas voranzutreiben. Aber das ist natürlich was ich persönlich sehr gerne sehe. Odershausen, wo wir ja wohnen, da gibt es ja einen sehr schönen Verein, der sich genau um sowas kümmert. Ja. Da einmal im Monat, wir waren jetzt erst letztes Wochenende dort. Das ist ganz toll, wo eben auch noch Flachs gesponnen wird und dann gewebt. Und das ist
das ist wirklich, dass das meine Kinder auch nochmal sehen können. Ja, das sind ganz wichtige Sachen, die natürlich uns alle als Gesellschaft angeht und was sich natürlich sehr gut mit einer Nationalparkregion verträgt. Ja, das sind genau die Punkte, wo man, denke ich, auch in Klientel heranlockt hier in die Region, die an sowas Interesse hat. Also wo man auch die Möglichkeit hat, sowas dann vielleicht auch hinterher zu vermarkten, dass das nicht ausschließlich beim ehrenamtlichen Engagement bleiben muss und dadurch durchaus was sich aus meiner Sicht gut ergänzt, wo ich auch dazu ermuntern möchte, sich in solchen Bereichen weiter zu vertreten. Nun bin ich ja auch einer, der ab und zu mal meckert und ich habe bei Manfred Bauer gemeckert und ich habe bei Ihnen schon gemeckert, ja, wenn es regnet, weiß ich nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Das ist Wildnis. Ja. Naja, man darf ja fragen oder, oder man, der Vorteil oder der, vielleicht der Nachteil, der Vorteil ist, dass man von außen drauf blickt und sagt, so, jetzt laufe ich 3 Stunden durch den Nationalpark, nach 1,5 Stunden weicht es mir die Butterbämmen durch, weil ich nicht weiß, wo ich unterschlüpfen kann. Jetzt ist das ähnlich wie diese Schilder, Wohnmobile übernachten nicht gestattet. Mag richtig sein, aber für mich gehört dann dazu, dass man drunter schreibt, die nächste Übernachtungsmöglichkeit ist Herzhausen oder Scheid oder Gott weiß was und nicht nur ein Verbotsschild hinstellt. Und dasselbe wäre ja vielleicht, wenn man sagt, achten Sie drauf, wenn Sie durch den Nationalpark laufen. Das Wetter kann umschlagen, das ist hier so, dass Sie ausreichend oder entsprechende Kleidung oder einen Regenschutz mitnehmen oder Gott weiß was, dass man die Leute da vorher drauf hinweist. Ja, ich warne so ein bisschen davor. Also es sind alles Sachen, die man bedenken und aufgreifen kann und muss. Wir sind ja auch dran, die Eingangsschilder neu zu konzipieren, jetzt im Zuge der Erweiterung, wo man sowas ja mit aufnehmen kann. Ich warne aber ein Stück vor dieser Vollkasko-Mentalität, wenn man in den Schutzgebiet reingeht. Man muss sich dessen bewusst sein, dass man eben jetzt, wenn man in einen Nationalpark geht, für sich selbst verantwortlich ist ein Stück weit. Das geht natürlich in der Ausstattung, mit welcher Ausstattung gehe ich ins Gebiet, welche Ansprüche habe ich dann selber an das Gebiet, aber es geht natürlich auch über die Wegesicherung, Verkehrssicherung, dass ich einfach mit den waldtypischen Gefahren rechnen muss, wenn ich in so ein Gebiet gehe. Gut. Im Übrigen in jedem Wald. Ja, da gibt es früher war das halt so, der Träger, der Besitzer, der Eigentümer war für die Verkehrssicherung verantwortlich, nicht der Spaziergänger. Nee, da gibt es inzwischen Urteile. Verkehrssicherung sind wir immer noch verantwortlich. Ja, aber die Frage, in welcher Intensität wir das Intensität machen müssen, wenn ich hier zur Querns gehe und mir fällt der trockene Ast auf den Kopf, ist das mein Problem. Inzwischen bei den Urteilen, weil es gehört zu den Gefahren im Wald. Ja. Das war schon immer so, man hat es nur als Flächeneigentümer früher anders interpretiert. Ja, gut. Ja. Manche hatten vielleicht auch clevere Anwälte, die dann Schadensersatzansprüche durften. Ja, meines Wissens gab es das. Will ich auch nicht so beurteilen. Ja. Aber ich denke immer, wir sind eine Touristenregion, auch wenn wir einen Nationalpark haben, der also auch gerne die Besucher empfängt. Also nicht den Mountainbiker, der querfährt einfährt, sondern den Radwanderer, den Reiter, dem naturinteressierten Wanderer. Und da geht es nicht um Vollkasko-Mentalität, sondern zu sagen, pass mal auf, das ist ein Schutzgebiet, das ist ein Nationalpark, hier findest du nichts. Du kannst dich hier im Fahrendriesch hinsetzen, da sitzt du im Trockenen. Und dann war es das so ziemlich, weil die ganzen anderen kleinen Nütten, die ehemals die Förster gemacht haben oder die Gemeinden, die verfallen so langsam und das ja auch gewollt. Bitte nimm Regenkäppe, die gibt es heute faltbar, die sind nicht größer wie eine Zigarettenschachtel. Ja. Nimm eine Taschenlampe mit, falls du dich verläufst, das kann nämlich auch passieren, dass man einfach darauf hinweist, dass man eben hier bei 3, 4, 5 Stunden Wanderung durchaus auf sich alleine gestellt sein kann. Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass da viele Besucher, weil an mich ist diese Frage noch nie herangetragen worden, dass jetzt also viele bei Besucher durchnässt. Also was mit Regen betrifft und so schon, dass die Leute dann sagen, das ist aber blöd, wir sind losgelaufen und da war die Sonne und dann sind wir über eine Wetterscheide gelaufen und da fing es an zu nieseln und da hatten sie nur das T-Shirt und mussten also quasi entscheiden, ob sie zurücklaufen oder Zähne zusammenbeißen und durch. Ja. Wobei ich sagen muss, es gibt heute die Möglichkeit, leichte Regenbekleidung, die
keinen Platz wegnimmt, die kaum was wiegt, sich in den Rucksack reinzupacken. Ja. Aber das sind natürlich viele, die erfahrenen Wanderer, die haben sowas. Die haben auch ein Erste-Hilfe-Päckchen dabei, falls sie mal umknicken oder was weiß ich. Also ich glaube, wir haben ja auch das Rettungspunktesystem national. Ja, ja, ne? Das heißt, wenn wirklich was Ernsthaftes passiert. Das gab es ja schon vor dem Nationalpark. Das gab es schon vor. Wir haben das ja nicht abgeschafft. Das heißt, man hat ja an sich das Gleiche wie in jedem anderen Wald auch. Also ja. Wenn sich ein normaler Wanderer in einem anderen Waldgebiet bewegt, hat er auch keinen Verlass drauf, dass er irgendwo eine Waldunterstandhütte findet. Nee, Das ist bei uns im Nationalpark das Gleiche. Im Gegenteil, bei uns kann man sich sogar noch darüber informieren, ja, wo gibt es denn Punkte, die ich anlaufen kann. Ja. Das ist in anderen Waldgebieten nicht so. Ja. Also insofern. Gut, sie haben rundherum natürlich hier immer mal, da haben es natürlich die Kommunen oder so einfacher, da mal ein Panoramahütchen oder einen Unterstand hinzustellen oder Gott weiß, das ist bei ihnen nicht ganz so einfach. Auch nicht gewollt, das muss man dazu sagen. Aber das sind ja so Dinge, die man. An den Eingängen im Nationalpark kommunizieren kann. Ja, da sind natürlich muss man, wie gesagt, ich nehme es mit, ne, als Anregung also, für die Abteilung. Wie gesagt, das sind so Sachen, wo man sagt, hier pass mal auf, wenn du diese Route, nehmen wir jetzt hier mal Fahrend-Riesch-Route da, oder Gott weiß was, dauert 2,5 Stunden. Und in den 2,5 Stunden, wenn du Pech hast, triffst du keinen Menschen. Oder wenn du Glück hast, triffst du keinen Menschen, aber wenn du Pech hast, überrascht dich das Gewitter. Und dann musst du dich irgendwo unter den Baum stellen oder was weiß ich. Also dieses Punktesystem, klar, das ist eigentlich wichtig für die Leitstelle, damit sie weiß, wo sie hinkommen. Dann gibt es ein paar Dinge, da kommen sie nicht hin, auch wenn es den Punkt ist. Da kommt keine Feuerwehr und kein Rettungswagen im Nationalpark hin. Weil die Wege einfach zugefallen sind für Fußgänger. Ja, das ist ja auch gewollt. Ne? Ja, also das aber da nutzt mir der Rettungspunkt nichts. Doch, man weiß, wo sie sind. Und ach so. Ja. Nee, das ist ja schon mal ganz wichtig. Ja, ist, ne? Ist schon mal was. Das ist sehr wichtig. Ja. Ja, also, ist schon mal was. Und wir sind ja nur rausholen kann einen da keiner. Ja, halt auf anderen Wegen. Da muss man dann halt anders hin. Ja? Also zu Fuß sein soll. Und das ist ja schon mal das. Da sind wir mit den Rettungskräften ja im Austausch. Die gut, aber wie gesagt, das ist, das nehme ich mir immer mal wieder raus, darauf hinzuweisen. Was mir persönlich aufgefallen ist, wir haben kaum Waldbrände gehabt oder keine im Nationalpark. Oder jedenfalls hat man davon keine Notiz genommen. Hängt das mit dem Buchen-Nationalpark zusammen, dass ein Laubwald nicht so schnell brennt wie jetzt, ich sag mal, Nationalpark Harz, wo ja nur die Fichtenleichen umstanden? Ja, definitiv. Also wir haben ja im Gegensatz zum Harz, das ist ein sehr überprägtes Ökosystem, ja, mit den Nadelhölzern, die ja dann sehr viel Brennmasse erzeugen. Das ist bei uns ja gar nicht so, sondern im Gegenteil, die alten Wälder, die speichern das Wasser viel besser. Das heißt, es ist von Natur aus besser geschützt gegen Brände als das Umland hier. Also das heißt, hat es auch mehr im Umland gebrannt als bei uns im Nationalpark. Wir hatten nur ganz wenige, das ganz randlich oder meistens auch von außen kommt oder gerade von Wegrand, wo es mal ein bisschen Laubbrand gab, aber es konnte sich nie ausbreiten, weil natürlich das Totholz, was man ja dann immer gemeinhin als Gefahr betrachtet, das genau das Gegenteil bewirkt bei uns, weil es sind Laubholzstämme, die Wasser gespeichert haben und die werden nie brennen und sind dann eher Brennbarrieren, als dass die den Brand beschleunigen, genauso wie die Bäume, die noch bei uns ja sehr intakt sind im Nationalpark im Vergleich zum Umland, auch die sich natürlich entsprechend besser gegen Brände widerstandsfähig zu erweisen. Und das ist der große Vorteil, den man dann in so einem Nationalpark hat. Ja. Aber wir hatten schon Laubbrände letztes und dieses Jahr. Das ist also kleine Sachen. Nichtsdestotrotz, Sie haben schon mehrmals angesprochen, wir müssen uns auch mit dem Klimawandel beschäftigen. Und ein Jahr bevor Sie Ihr Amt angetreten haben, sagte Ihr Vorgänger Manfred Bauer noch,
Bis jetzt sind wir im Nationalpark gut bei weggekommen. Mhm. Und das hatte sich ein halbes Jahr später schon geändert. Mhm. So schnell geht das eigentlich. Da war der erste Wipfeldürre, die Buchen bekamen Sonnenbrand. Jetzt müssen Sie sich genau mit diesem Thema natürlich fehlende Niederschläge, die wichtig sind, beschäftigen. Aber Sie wollen nicht eingreifen, ne? Ja, ich wüsste auch nicht, selbst wenn ich wollte, wie ich eingreifen könnte, außer es mehr regnen zu lassen. Ja, bewässert. Bewässert, ja, gut. Nein, was ich sage, also während die Wälder rundherum dann mit klimaresistenten Versuchen, also Baumarten einzubringen, alles das wird im Nationalpark nie passieren. Nee, es wird nicht passieren, zumal ich da auch ein gewisses Vertrauen oder ein großes Vertrauen in die Natur habe. Ne? Ja. Ich glaube, das wird sich auch erst herausstellen, ob die vermeintlichen Heilsbringer dann tatsächlich das liefern. Ich weiß es nicht, keiner weiß es, ne? Aber dazu hat man die Flächen um den Nationalpark, um sowas auch auszuprobieren. Ja. Ich bin da auch im guten Austausch mit dem Domanium, mit den Forstämtern, wo man sich dann ja auch gegenseitig mal die Flächen anschaut. Ja. Mit Herrn Block war ich mal hier auf seinen Flächen, haben uns genau solche Bereiche mal angeguckt, wie geht er mit dem und dem um. Ne? Und das sind dann so die spannenden Fragen, die man dann vermutlich in 50 Jahren wird beantworten können. Und oder später, weil oder der später. Förster denkt in 100, 125 20 Jahren. Ja, man sieht ja schon dann in den nächsten 50 Jahren, was wächst, wie. Aber Sie haben recht, das Endergebnis dann erst später. Nichtsdestotrotz, die Rolle des Nationalparks ist ganz eindeutig zu zeigen, was passiert, wenn ich gar nichts tue. Und das haben wir ja in der Vergangenheit schon getan. Wir haben ja die unterschiedlichen Sturmereignisse abgebildet in Borkenkäferflächen im Nationalpark, die man sich heute ja auch schön anschauen kann. Ja. Gucken, wie haben die sich in der Zeitreihe dann bei uns entwickelt. Und das ist ja natürlich schon mal ein wertvolles Anschauungsobjekt für Waldbesitzer hier in der Region, die gucken können, ja, wie ist es denn da gelaufen? Und so wird es auch weiterhin sein. Jetzt haben wir eigentlich einen uralten Urwald, der nennt sich dann Urwaldsteig, mit verkrüppelten Eichen, von denen niemand genau weiß, wie alt sie wirklich sind, weil dazu müsste man mal eine abhacken, was aber auch keiner macht. Aber man schätzt ja irgendwo zwischen 600 und 800 Jahre, vielleicht auch noch älter. Wenn ist ja eigentlich quasi auch ein Gendepot, ne? Werden diese Eicheln auch mal gesammelt und eingefroren? Es gibt ja in Spitzbergen diese weltweite Datenbank. Samendatenbank, genau. Ja. Nee, also bisher aktiv nicht, ne? Aber auf die Idee bin ich jetzt auch noch nicht gekommen, nach Spitzbergen eine Eichel zu schicken von uns, aber es ist natürlich. Überhaupt mal, ich finde das spannend, weil so ein alter Baum, der fruktiert ja immer noch anscheinend. Das ist absolut spannend, ja, das ist vollkommen richtig. Ne? Aber wir nehmen ja grundsätzlich nichts aus dem Nationalpark raus. Naja, das sind drei Eicheln, die merken sie gar nicht. Da hätte ich jetzt auch kein Problem. Die werden die Besucher auch die eine oder andere Eichel mitnehmen. Das sind natürlich spannende Erkenntnisse, gerade wie solche Eichen auf so extremen Standorten zurechtkommen. Aber es betrifft im Übrigen auch unsere Buchen. Ja, da haben wir auch Buchen auf absoluten Extremstandorten, wo wir sagen können, also die schaffen es da noch bei solchen Verhältnissen, bei solchen Bodenverhältnissen. Und es natürlich auch zeigt, wie die Spannbreite der Buche, wo sie überall überleben kann. Mhm. Und zeigt auch, dass wir durchaus Hoffnung in die Buche dennoch setzen können, auch wenn es jetzt Individuen auch im Nationalpark natürlich schlecht geht aufgrund der ausbleibenden Niederschläge. Gibt es andere, die damit noch gut klarkommen. Ja, denke da an die Arnika, da wurde ja der Samen genommen, um ihn dann 3 Kilometer weiter wieder einzupflanzen. Wäre es, also für mich wäre das wissenschaftlich unheimlich interessant, mal so eine Handvoll Eicheln von diesen uralten Bäumen. Mhm. Ich weiß nicht, sind die überhaupt schon mal untersucht worden? Nee, ne? Doch, es gibt genetische Untersuchungen von den Bäumen und man ist da auch zu überraschenden Ergebnissen gekommen, weil sie doch dann gewisse Verwandtschaftsgrade wohl auch zu den Eichen in Spanien haben. Ach, oder was? Betraf das die Buchen, müsste ich mich jetzt nochmal erkundigen. Ja. Es gab auf jeden Fall von den Bäumen schon mal tatsächlich Genanalysen. Ja, aber das sind ja wirklich, manche von den Eichen sind ja wirklich nur so und
sind. Ja, das sind die Wurzeln teilweise dicker. Ja, die, ja. Achim Frede hat jetzt beim Vortrag gesagt, ja, man schätzt irgendwo 600, 800 Jahre, aber genau das weiß man nicht. Ne? Ja, beziehungsweise wir gehen davon aus, dass da durchaus auch tausendjährige Exemplare dabei sein können. Alles, was wir über Eichen wissen, deutet darauf hin, dass die durchaus auch an die 1000 rankommen. Ja, naja, gut. Ja. Ja gut, wir haben natürlich hier auch ein paar Buchen drin, die vom Umfang her, also die eigentlich schon über ihr biologisches Alter sind. Ja, das ist ja das Phänomen bei Bäumen, dass umso langsamer die wachsen, umso älter werden sie. Ja? Und das heißt, auf solchen Extremstandorten wachsen Eichen bzw. auch Buchen deutlich langsamer. Und deswegen haben sie eben diesen kompakteren Wuchs. Und umso schwerer ist es dann für Pilze einzudringen in die Bäume. Und Bäume haben ja kein biologisches Sterbealter. Also das heißt, die nee, haben sie nicht. Und das heißt, sie sterben dann, wenn quasi sie sich nicht mehr gegen die gegen insbesondere Pilze wehren. Okay. Und deswegen ja, sagt ja immer so, eine Buche wird 200 Jahre genau, alt. Genau, weil das ist so in der Regel das normale Alter, wann die dann eben den Kampf verlieren. Aber eben umso kompakter sie wachsen, umso länger können sie da standhalten. Das zeigt ja auch die in Skandinavien, die in Schweden, glaube ich, ist die älteste Kiefer, ne, die ist ja, weiß ich nicht, 20.000 Jahre alt. Werden bei uns natürlich Kiefer nicht 20.000 Jahre alt, weil sie viel schneller wachsen als in dem. Okay. Und so ist es eben auch. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass unsere Buchen zum Teil deutlich über die 300 Jahre alt sind, die wir sonst so kennen. Und so wird es bei den Eichen auch sein, dass wir da wirklich diese Spitzenalter von bis zu 1000 Jahren durchaus vermutlich haben in diesen Urwald hängen. Ja. Das ist interessant, weil sie sagen, auch biologische Alter, ich weiß also von der Jagd her, von der Wildbiologie her, dass das Reh oder der Hirsch ja einfach, weil er keine Zähne mehr hat, verhungert. Ja. Nicht, weil wir sagen, so, ich lege mich jetzt hin zum Sterben. Das ist aber dasselbe, der Elefant in Afrika, der legt sich einfach, der kann nichts mehr fressen, deswegen stirbt er. Ne? Ja, bei uns Menschen ist es ja ähnlich. Wir wissen es ja auch nicht genau, was unser biologisches Alter ist. Also wir gehen davon aus, dass wir uns langsam nähern mit 120, 140, aber so genau wissen tut es ja keiner. Nee. Ja, eigentlich, wenn man der Natur seinen Lauf lassen würde, wären die Zähne weg und irgendwann würde man schlicht verhungern. Ne? Dafür sind die Leute auch gar nicht so alt geworden wie heutzutage. Das ist ja nun so. Ja. Wenn Sie jetzt so Prioritäten setzen müssten. Muss ich jeden Tag, aber stellen Sie Ihre Frage. Naja, aber wir haben 5 Jahre, wissen wir, was das nächste Ziel ist. Das ist der Managementplan für die Erweiterung. Aber wenn Sie jetzt Prioritäten setzen, Sie haben einen guten Mitarbeiterstab, das muss kann ich auch ein bisschen beurteilen. Mhm. Und es wird auch immer schwieriger, auch für den Nationalpark Mitarbeiter zu finden. Es kommt auf die Bereiche drauf an. Ja, aber ja. Ja, ja klar. Gut. Dings. Wenn Sie Prioritäten jetzt für die nächsten 2 Jahre, das ist ja so eine überschaubare Menge. 5 Jahre ist ganz weit weg, da kann noch ganz viel passieren. Aber nächstes Jahr. Wo will Manuel Staweiger mit seinem Nationalpark stehen? Ja, also im Zentrum steht natürlich der Erweiterungsprozess. Ja. Da wollen wir, da wartet ja auch die Region drauf. Ne? Also, ja. Dass wir da weiterkommen, gerade Wegeplanung sind wir jetzt ja gerade mit Hochdruck dran. Da wird es auch dieses Jahr dann noch den ersten Entwurf oder vielleicht schon einen abgestimmten Entwurf, je nachdem, wie die ersten Treffen dann, was die ersten Treffen mit den Parlamenten ergeben. Also da sind wir natürlich mit Hochdruck dran, das ist uns ganz wichtig, ja, weil wir auch eine Leitschnur haben wollen, wie es in den Gebieten weitergeht. Also das ist, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Und da sind wir auch schon mal sehr mit beschäftigt. Das bedeutet, wir haben auch einen personellen Umbruch ein Stück weit im Nationalpark. Also es gehen jetzt einige nach und nach in Ruhestand. Den erfolgreich zu moderieren und diesen keinen Wissensverlust auch in der Verwaltung zu haben, sondern hier gute Übergänge zu schaffen und dann gute neue Leute zu finden, die das dann auch weitertragen, dieses wichtige Schutzgebiet. Das ist, denke ich, auch eine ganz zentrale Aufgabe für die nächsten 1-2 Jahre, die wir da als alle zusammen schultern müssen und dürfen. Ist natürlich auch immer eine Chance. Ne? Also da neue Kräfte ist auch immer, hat auch immer sicherlich was Positives. Ne?
Und das sind, so denke ich jetzt mal, wenn ich jetzt zwei Punkte rausgreife, sicherlich, also der eine nach außen gerichtet, die Erweiterung, der eine nach innen gerichtet, die Verwaltung da weiterzuentwickeln und die nächste Generation zu tragen. Das sind so die ganz akuten Aufgaben, mit denen wir schon auch ganz akut beschäftigt sind und die jetzt auch das Wichtigste sind, um was wir uns kümmern müssen. Das fordert auch viel Kraft. Ja. Das kann man schon sagen. Also das ist eine sehr, sehr fordernde Aufgabe, aber macht auch unheimlich viel Spaß. Ja. Man kriegt auch sehr viel Kraft zurück. Also spätestens, wenn man in den Wald geht, geht es mir zumindest so, da kriege ich ganz viel Kraft. Aber auch die Menschen hier in der Region. Also die Reaktion, das macht sehr viel Spaß, man kriegt sehr viel Zuspruch. Und deswegen, man gibt viel Kraft, aber man bekommt auch sehr viel wieder zurück. Gut, kommen wir wieder zu Querns, kommen wir auch zum Heideblütenfest in Altenlotheim. Das sind so Dinge, die die Region dem Nationalpark für Wohlwollen abgetrotzt hat. Auch das Heideblütenfest. Altenlotheim war ja so das kleine gallische Dorf, das bis zum Schluss den Nationalpark abgelehnt hat. Mhm. Lach aber auch darum. Heute haben wir die höchste Rangerdichte vermutlich weltweit in dem Ort. Ja, gut. Ja, weil das lag aber eher daran, weil wie gesagt, ich selbst bin gebürtiger Herzhäuser, also damals die Menschen nicht mitgenommen worden sind, da waren einfach Verluste, weil es gab Privilegien, das sind die sogenannten Rezesswege, die es zum Teil immer noch gibt, aber nicht mehr befahrbar sind, weil man einfach die Teerdecke weggerissen hat, die es gab, nach Brinkhausen zum Beispiel oder zu Querns hoch oder so. Auch zum Teil Holzrechte. Das Land Hessen hat die relativ spät abgelöst dann früher, wo man Anspruch auf Losholz hatte. Das war die Himmelsbreite zum Beispiel oder so. Und da hat man die Leute einfach nicht vernünftig mitgenommen. Das würde man, wie gesagt, bei der Erweiterung ist anders gelaufen. Das läuft heute auch anders. Da hat die Politik auch ein Stück weit gelernt. Und dann hat man eben auch Altenlotheim das Heideblütenfest zugestanden. Es richtet ja immer der Nationalpark aus. Ja, gemeinsam im Naturpark und mit Altenlotheim zusammen. Altenlotheim, genau. Ja, das ist so. Zu dritt machen wir das dann. Und das eigentliche Heideblütenfest geht dann nach 18 Uhr los, wenn die ganzen Offiziellen weg sind. Ja, genau. Habe ich von gehört. Aber ich gehörte ja auch zu den Offiziellen. Ja. Und viele Leute, ich auch, gehöre auch dazu. Ich rede ja nicht vom Nationalpark, ich rede vom Gatter. Weil das hat man irgendwo so mit der Muttermilch eingezogen. Für uns ist das immer das Gatter gewesen. Und da ist dieser Gesinnungswandel, der ist ja auch bei mir da, auch wenn ich vom Gatter rede, ich weiß, was das ist. Auf der anderen Seite tränen mir manchmal die Augen, wenn ich an bestimmten Wegen gehe und sehe die wunderschönen Steinpilze und Maronen und darf sie nicht mitnehmen im Nationalpark. Verstehe ich, geht mir auch so, ja. Ja. Also das ist dann schon, wo man sagt... Und so geht es dem Förster vermutlich auch, der durchgeht und die schönen Bäume sieht. Ne? Das ist, ja, das ist oder so. Das ist ja das, was hier meint. Also ein älter Herr, die sagen, es ist eine Schande, wenn ich mit denen mal wandere. Es ist eine Schande, was hier an tollen Brennholz rum. Ja, genau, ne? So ist das. Aber das ist ja das, was ich eingangs gemeint habe. Es ist gar nicht so leicht, mal wirklich zurückzustehen und nicht einzugreifen, nicht zu nutzen. Ja. Und das haben wir auf ganz, ganz wenig Fläche. Auf 0,5% der Landesfläche macht gerade mal die Nationalpark-Kernzonen aus. Und das ist nicht viel, ja, das ist wirklich ganz wenig. Und da sind wir international gesehen Schlusslicht oder gehören zu den Schlusslichtern. Ne? Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir hier wohlstandmäßig ganz viele und solche Gebiete leisten, sondern das machen andere Länder viel mehr und wir sehr wenig. Ja, aber jetzt ist erstmal Schluss mit Erweiterung. Ne? Viel mehr Fläche bleibt ja dann nicht mehr, um den Nationalpark zu erweitern. Ja, da mache ich mir ehrlich gesagt im Moment gar keine Gedanken, weil ich bin auf die Erweiterung, die wir im Moment haben, fokussiert und die ist eine ganz tolle Erweiterung und auch eine signifikante Vergrößerung ja geworden um ganz wertvolle Bereiche. Ich meine, wir sind um ein Drittel größer geworden und das ist eine wunderbare Sache und die beschäftigt uns, wie schon vielfach beschrieben, natürlich sehr. Und da geht jetzt unsere ganze Kraft rein. Ne? Die Zusammenarbeit mit dem Ministerium ist eigentlich... Also ich kenne ja Frau Hinz schon ein bisschen länger, aber sie wahrscheinlich ja auch durch Zoologische Gesellschaft und Naturschutzbeirat und so weiter. Mit der Frau Hinz kann man oder mit dem Ministerium kann man gut zusammenarbeiten.
Ja, das ist jetzt natürlich interne Sache, aber klar, wir haben da eine gute Unterstützung. Ja. Das kann ich, denke ich, auch offiziell so sagen. Das ist ja gut, Frage. Unser einziger Nationalpark und die hessische Landesregierung wäre nun, kann ja nicht sein, wir setzen Nationalpark in die Welt und dann blockieren wir ihn an allen Ecken und Enden. Absolut, und die Ministerin ist ja auch, und der Staatssekretär sind ja auch oft genug hier. Ja. Also das heißt, das zeigt ja auch die Wertschätzung. Ja. Und das ist tatsächlich so, wie Sie sagen, es ist eine sehr unterstützende Haltung. Ja, Lux hatten wir schon mal hier. Kann auch sein, dass er da ist. Den kriegt man relativ selten zu sehen. Der Lux ist heimlich. Auch wenn er aus dem Kaufunger Wald oder so einwandert, würde man auch als Ranger eher durch Zufall mitkriegen, dass da einer ist. Der Wolf ist mit Sicherheit schon mal durchgezogen, vielleicht. Aber dafür sind wir zu klein, dass der sich auf Dauer in dem Schutzgebiet niederlässt. Ja, allein im Schutzgebiet ja, da sind wir zu klein. Ich meine, ein Wolfsrudel hat ungefähr die Fläche von dem ganzen Stadtgebiet Frankfurt, damit man mal so eine Größenordnung sich vorstellen kann. Also das ist ein Wolfsrudel, das heißt, alleine im Nationalpark würde der nicht leben, sondern ein Rudel wäre dann hier in der Region ansässig. Und dafür ist hier eigentlich, sage ich mal, für ihn sind ideale Lebensumstände. Warum der sich hier noch nicht niedergelassen hat, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht meine Aufgabe. Wie gesagt, wenn der Wolf kommt, hat man hier in der Region tatsächlich eine Aufgabe vor sich. Ja, das ist was gerade bei den vielen hier, wir haben ja gerade über die Eiche-Region gesprochen, das ist für die Tierhalter hier, wäre das eine große Herausforderung. Im Nationalpark selber wäre es kein Thema. Ne? Jedes Reh, das der Wolf sich holt, verbeißt keinen Baum. Ja, auch das sehe ich völlig leidenschaftslos. Ja. Aber ja, wie gesagt, würde die Prozesse noch mal ein Stück weit vervollständigen, die in einem natürlichen System stattfinden. Wenn noch mal ein großer Beutegreifer auch da wäre, wenn das nicht ist, ist das nicht. Da habe ich eine ganz entspannte, abwartende Haltung. Das Gleiche gilt für Luchs. Würde mich freuen, so ein Tier, der auch jetzt, sage ich mal, in der Region nicht so viel Unruhe hervorrufen würde, hier zu haben. Aber da war ja, also da, soviel ich weiß, war mal einer hier. Es war mal einer in der Region. Dann kam die Stolpe ja bundesweit. Ja. Die hat die Tiere wieder leider zurückgedrängt. Ja. So auch hier. Und jetzt gucken wir mal. Wobei der Luchs, wie gesagt, vom Verhalten her natürlich ganz anders, heimlich zurückgezogen. Ja. Ähnlich wie die Wildkatze. Die wenigsten haben schon mal eine Wildkatze gesehen. Und er sich also auch weitgehend vom Menschen weghält. Ja. Also für den wäre natürlich der Lebensraum hier ideal. Ne? Ja. Also im Nationalpark, der hätte seine Rückzugsräume definitiv und hat auch genug Nahrung. Und den würde man vermutlich im Umland auch relativ wenig sehen, weil er hier eben so ideale Zustände entworfen würde. Wir haben hier in Hessen, glaube ich, einer der größten Schwarzschorchpopulationen im Nationalpark. Ja, wir haben tatsächlich sogar... Oder im Naturpark und Nationalpark. Ja, wir haben im Nationalpark alleine gerechnet bis zu 3 Brutpaaren jedes Jahr. Und das ist eine Dichte, die europaweit einmalig ist mitunter. Im Baltikum gibt es noch ähnliche Dichten, aber das ist hier schon was ganz Besonderes. Ja. Und trotzdem will man rundherum Windparks bauen. Stört das den Nationalpark? Nö, ne? Ich sage mal so, es gibt ja diese 1000 Meter Bannmeile, ja, die man hat, um solche Waldschutzgebiete, die sind schon wichtig. Ja. Ansonsten muss man das im Einzelfall prüfen. Es ist natürlich, wir leben in einer Gesellschaft, die Energie braucht, ja, und jede Energieform hat seinen Kollateralschaden, das ist so. Ja gut, das ist ja das, was man gesagt hat. Auf der einen Seite Wachstum heißt aber auch immer Beeinträchtigung der Landschaft, der Natur. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Umso wichtiger ist das eben auch den Menschen deutlich zu machen und dass wir einfach weniger Ressourcen verbrauchen müssen, ja, wenn wir hier in Zukunft noch gut leben wollen. Herr Schweiger, eigentlich wollte man noch ein bisschen laufen. Jetzt haben wir 1,5 Stunden ein wunderbares Gespräch hier schon mal gehabt. Und bin ich wieder nicht rausgekommen. Ja, wir gehen gleich vor die Tür. Ja. Nein. Aber ich fand das auch so spannend, weil es natürlich dazu gehört, dass Sie als Nationalparksleiter hier in der Region verortet sind und wir mit Ihnen leben müssen. Wollen. Und ich mit Ihnen darf. Ja, wir wollen mit Ihnen leben. Dazu gehört natürlich auch, dass man sagt, wie ist er, was hat er vor? Was die wenigsten wissen, ist zum Beispiel, dass die Ranger inzwischen ja alle
oder die meisten entsprechend aufgefrischt worden sind mit Lehrgängen und Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft sind, also Hilfspolizisten sind. So ähnlich wie ein bestätigter Jagdaufseher, der dann also auch ein paar Befugnisse mehr hat, weil Sie so angesprochen haben, wir suchen das Gespräch. Er könnte allerdings auch Ordnungswidrigkeiten verhängen und so weiter. In der Region, gut, wir haben die höchste Rentnerdichte, wir müssen mit denen leben, wir leben mit denen. Mhm. Die sind im Prinzip ja auch nichts. Irgendeinen trifft man immer, den man kennt im Wald. Mhm. Und der Wald hat Augen und Ohren, das ist nun mal so. Dass man eigentlich dann sagt, wie geht es weiter mit dem Nationalpark, nachdem vor Gott weiß wie vielen Jahren der Staat etwas holprig war, doch jetzt bis auf die Infrastruktur außerhalb, die Sie nicht so ganz im Griff haben, das eigentlich eine schöne Sache geworden ist. Absolut. Ne? Und dass das so hier so eine Perle ist in der Region, dieser Nationalpark, das denke ich, ist den meisten Leuten außenrum auch bewusst. Ja? Aber dieses Bewusstsein kann man durchaus noch stärken. Und dazu gehört eben auch, wir haben es angesprochen, dass man sich im Schutzgebiet auch zurücknimmt, dass man sich an die Regeln hält. Und das erwarte ich tatsächlich auch hier von den Menschen, die hier wohnen und leben, weil man profitiert inzwischen auch von dem Schutzgebiet. Ja, und insofern muss man eben auch den entsprechend respektvollen Umgang mit dieser wertvollen Natur haben. Und diese Ernsthaftigkeit, die will ich auch einfordern. Ne? Das ist schon auch wichtig. Ein Punkt würde ich vielleicht noch ansprechen, dass vielleicht auch den Nationalpark doch tangiert. Die sogenannten Green Trails sind im Werden. Ja. 400 Kilometer und mehr. Mountainbike-Strecke mit allen möglichen und da ist ja auch der Nationalpark zumindest als Verbindungselement von tangiert. Da werden also sicherlich keine Trails drin sein, aber bisher gibt es immer mal wieder den einen oder anderen, der sich da in dieser wunderschönen werdenden Wildnis, wo kein Mensch hinkommt, wo man also querfeldein durch Fußpfade fahren kann, immer mal illegal so eine kleine Strecke legt. Und ich weiß, auf dem Weg zum Hagenstein runter, war damals, wurde immer wieder, auch wenn es zugeworfen wurde, dann hatten die Fahrradfahrer ganz schnell die Säge dabei und haben sich dann ihren Trail wieder freigeschnitten. Das ist natürlich Geschichte, davon sind die auch tangiert, von diesen Green Trails. Aber das ist etwas, wo sie sagen, damit kann ich als Nationalpark leben, wenn die von A nach B durch den Nationalpark fahren. Genau, das Wichtige ist, dass wir eben keine Trails im Nationalpark haben, ja, sondern dass das tatsächlich die Verbindung ist. Weder legale noch illegale. Ja, und das ist eben die Hoffnung, die ich wiederum in so einem Projekt habe. Ne? Das ist natürlich auch, da ist es wieder zweischneidig, aber die Hoffnung ist für mich, dass wir dann solche Gruppen, also die ja auch ein berechtigtes Interesse daran haben, schöne Wege mit dem Fahrrad zu fahren, das will ich ja gar nicht verneinen. Ich fahre selber, haben es ja angesprochen, sehr gerne Fahrrad in der Natur und es macht halt einfach auch Spaß, solche Trails zu fahren. Nur im Nationalpark, das passt eben nicht zusammen. Ja? Und meine Hoffnung ist eben, dass man durch solche Angebote auch viele Menschen davon überzeugen kann, eben das nicht im Nationalpark zu machen, wenn es legale und offizielle Angebote in der Region gibt. Okay. Und deswegen beteilige ich mich da auch insofern konstruktiv an den Diskussionen und sehe dann eben auch keinen Schaden, wenn man Verbindungswege durch den Nationalpark hat. Habe darüber hinaus sogar die Hoffnung, dass man diese Zielgruppen besser ansprechen kann, weil die ja gar nicht jetzt primär oder nicht, also, nicht alle. Ich sag mal, es ist ja nicht verboten, von Alten Lothheim zur Querns mit dem Fahrrad zu fahren. Nee, genau. Wir haben ja die Fahrradwege im Nationalpark und wir haben eben so die Möglichkeit, diese Zielgruppen gezielter anzusprechen, weil die sich für diesen Green Trail interessieren. Und dann kann man ja sagen, liebe Green Trail-Besucher, also vielleicht gibt es dann auch eine App, wer weiß, was alles noch entwickelt wird. Und sobald die in den Nationalpark reinfahren, klingt bei denen auf, ihr seid jetzt im Nationalpark, hier leben Wildkatze und Co., bitte auf. Ganz besonders streng auf dem Weg bleiben. Ja. Der nächste Trail kommt in 5 Kilometern. Der Naturpark hat ja auch nach langen Sträuben diese Trekkingplätze eingerichtet. Das ist inzwischen Hessen in allen Naturparks so, dass man also an ausgewiesen, was ja in Hessen normalerweise nicht erlaubt ist, in der freien Natur zu zelten, gibt es also diese Trekkingplätze.
um eben diesen Wildwuchs da so ein bisschen einzudämmen, weil die Leute haben es eh gemacht. Mhm. Und viele kennen das aus Skandinavien, egal ob Nationalpark oder nicht. Ich kann mein Zelt aufschlagen, kann übernachten. Und wenn ich meinen Müll komplett wieder mitnehme, ist alles in Ordnung. Mhm. Das ist halt bei uns in Deutschland so ein bisschen anders. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, im Nationalpark zu übernachten, ne? Geführt mit dem Ranger, dass man auch mal das Nachtleben kennenlernt. Ja, die Wildnisnächte bieten wir an, ja, ganz gezielt für bestimmte Gruppen. Unsere Junior Ranger machen das auf jeden Fall. Dann machen wir das mit einzelnen Studenten oder Schulgruppen machen wir das. Aber wir bieten es auch ab und zu einfach an. Das kann jeder buchen und dann das machen mit unseren Rangern, eine Nacht im Nationalpark verbringen. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache, ja. Ja, weil das Nachtleben im Wald ist natürlich ein ganz anderes, ja, wie das tagsüber. Schon ein bisschen Gänsehaut dann teilweise, ja, für den, ja, einen oder anderen. Ja, für den einen oder anderen. Also ich weiß es nur von mir. Mich hat es bei Vollmond immer in den Wald gezogen. Mhm. Nicht nur wegen den Sauen, sondern, ja, einfach gerade im Sommer, so August, wenn du auf dem Hochsitz sitzt und die neugierigen Käuzchen setzen sich vor einen hin. Genau, der Waldkauz ist sehr neugieriger. Ja, die haben ja überhaupt noch keine Scheu. Ja, die setzen, ja, sich dann hin und fangen, dann können sie mit denen ein bisschen rumspielen. Ja. Und Jacht ist Jacht und Waldkauz ist Waldkauz. Mhm. Also das ist viel, viel interessanter dann manchmal da hinzuspielen. Ja. Jetzt versuche ich also ganz verzweifelt einen vernünftigen Abschluss zu finden. Also erstmal war es ein unheimlich tolles Gespräch, weil man unheimlich, also sehr viel auch von gelernt hat, was ist Manuel Schweiger wie ein Mensch, dass Sie ein eher ruhiger Vertreter sind, also ein Mann der leiseren Töne. Mhm. Täuscht ja nicht darüber hinweg, dass Sie in Ihrer Sache doch die gerade Linie fahren und hart sein können. Die zweite Geschichte ist natürlich, Nationalpark war oder jetzt in ein Landschaftsökologe natürlich einen etwas anderen Blick auf so etwas hat wie ein Förster. Mhm. Und wichtig zu wissen eben auch, was passiert in Zukunft nach der Erweiterung. Gut, da gibt es jetzt ein Wegenetz, da gibt es ja auch ein paar Dinge, wie am Frankenberg drüben oder so, wo man als Erzhäuser sagt, naja gut, jetzt ist das auch noch weg, die guten Rotkappenecken und die Drachenwand, wo man uns früher also erzählt hat, was wir für eine alte Gegend sind. Inzwischen weiß man, es sind ganz normale Aussackungen, also Ausblähungen im Schiefer. Aber das sind so Ecken, wo ich als Kind rumgestromert bin, die sind natürlich jetzt weg. Auch meine Trüffelecken sind weg. Mhm. Also es gibt da so ein paar Dinge, wo man so ein bisschen sich arrangieren muss und leben muss. Aber wichtig ist eigentlich, dass man sagt, jetzt in 5 Jahren, in 10 Jahren, wir haben immer noch einen Nationalparksleiter, mit dem man reden kann, der für die Region ist, egal. Das ist also Nationalpark und Region gehören untrennbar zusammen, mhm, und so möchte er auch agieren. Ja, das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, als ich hergekommen bin, immer, dass für mich das Schutzgebiet nicht an der Grenze aufhört. Ne? Ja. Sondern das gehört in die Region hier eingewebt und wie ich es vorhin schon gesagt habe, eben gesellschaftlich und naturräumlich in beiden besten Sinne. Ja? Ja. Und das ist mir nach wie vor ein Herzensanliegen und das ist, denke ich, auch der Blickwinkel, den Sie angesprochen haben als Landschaftsplaner, als Landschaftsökologe. Man sieht eher immer die Zusammenhänge, man sieht das große Ganze. Da bin ich auch der Waldökologie tief verhaftet und habe da viel drin auch schon geforscht, getan und auch studiert. Aber dieses große Ganze, der Blick von oben, der ist schon auch immer wichtig und das macht mir auch Freude. Ja, und ich denke, da ist jetzt auch von der Entwicklungsphase des Nationalparks, ne, man hat ja die Etablierungsphase gehabt, wo man erst sehr den Blick auch nach innen richten musste und wir haben jetzt ein Alter erreicht und auch eine Akzeptanz hier in der Region, dass man durchaus den Blick auch jetzt nach außen richten kann und dazu sind wir jetzt da. Und da freue ich mich drauf. Vielleicht erleben wir Manuel Schweiger auch wieder als Bassist eine Indie-Rockband. Mal schauen, ja. Herr Schweiger, vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch.